Herzlich willkommen, Frau Hanek. Ich würde Sie gerne mit der gebührenden Ehre hier vorstellen und einführen. Im Bild hier sehen Sie so den Werdegang von Frau Hanek. Sie haben Politikwissenschaft studiert, Philosophie, VWL an der LMU München, waren als Softwareentwicklerin und SAP-Beraterin und Projektmanagerin tätig. Von daher würde ich sagen, wissen Sie, worüber Sie schreiben, also auch die technischen Hintergründe zu allem, was Sie in Ihren Romanen verarbeiten, sind Ihnen bekannt und geläufig. Außerdem engagieren Sie sich gesellschaftlich für Belange, zum Beispiel hier die Wiki für alle Initiative für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wikipedia, haben sich Ende letzten Jahres für die Initiative Wellenbrecher eingesetzt, wo es darum geht, die No-Covid-Strategie prominent zu unterstützen. Und sind, wie man ja heute auch in unserer Veranstaltung sehen kann, als Speakerin aktiv bei allen Themen rund um Gesellschaft und KI, Demokratie und Überwachung, Zukunft der Arbeit, ganz allgemein Frauen in der digitalen Welt. Und zwar hören wir insgesamt vier Kapitel von Frau Hanek. Das ist einmal das Kapitel 1 und das Kapitel 9 aus dem Buch Die Optimierer, wo wir schwerpunktmäßig uns mit dem Thema Algorithmenethik auseinandersetzen werden. Im zweiten Werk von Frau Hanek, Die Unvollkommenen, hören wir Kapitel 30 und 42, wo wir uns mit starker KI und Ethik gegenüber menschenähnlichen Robotern beschäftigen können oder werden. Frau Hanek, wir beginnen mit dem ersten Kapitel, was wir uns für heute vorstellen, vorlesen möchten. Kapitel 1 aus den Optimierern. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, Ihnen heute etwas aus meinen Romanen Die Optimierer und Die Unvollkommenen vorlesen zu dürfen. Jeweils zwei Kapitel, ein bisschen gekürzt, denn sonst wäre es arg zu lang. Und damit Sie wissen, wo wir uns befinden, erzähle ich Ihnen kurz noch etwas zu meinem Roman. Erst Die Optimierer. Die Optimierer spielt im Jahr 2052 in München und Umgebung. Und München ist nicht mehr Teil der Bundesrepublik Deutschland, sondern der Bundesrepublik Europa. Es hat also eine ziemliche Revolution stattgefunden bis zum Jahr 2052. Und zwar ist die Bundesrepublik Europa eine sogenannte Optimalwohlökonomie. Das heißt, der Staat hat nicht mehr das Ziel, das Bruttoinlandsprodukt zu optimieren oder die Wirtschaft besonders hervorzuheben, sondern es geht wirklich um das Wohl der Gesellschaft und das Wohl jedes Einzelnen. Und um das eben zu optimieren, hat der Staat Lebensberater, die er zu den BürgerInnen schickt und diesen BürgerInnen dann sagt, welchen Platz sie am besten in der Gesellschaft einnehmen. Und die Lebensberater können das, weil der Staat vorher komplett das ganze Leben der Menschen aufzeichnet und alle Daten gespeichert werden. Die Lebensberater analysieren das dann und gehen dann zu den Personen nach Hause und sagen ihnen, welche Arbeit sie am besten tun sollen, um in der Gesellschaft eben am besten am richtigen Platz zu sein. Und so ist es auch kein Zufall, dass der offizielle Gruß der Bundesrepublik Europa jeder an seinem Platz lautet. Also das ist so, das sagt man sich so, wenn man sich begrüßt, wenn man sich verabschiedet, ist das so der Gruß, jeder an seinem Platz. Und der Protagonist meines Romans ist Samson Freitag. Der ist ein solcher Lebensberater. Und wir begleiten ihn nun im ersten Kapitel bei einem Hausbesuch bei einer Kundin. Das ist Martina Fischer. Die wünscht sich einen neuen oder den richtigen Platz in der Gesellschaft. Und deshalb kommt er zu ihr, um ihr in einem Abschlussgespräch quasi mitzuteilen, was der richtige Platz für sie in der Gesellschaft ist. Und da steigen wir jetzt ein. Laut Artikel 2 Absatz 3 Grundgesetz hat jeder Bürger das Recht, den Anspruch und die Pflicht auf einen Platz in der Gesellschaft, der seinen Fähigkeiten entspricht und seinen Neigungen gerecht wird. Das bedeutet, dass jeder Mensch das tun soll, was er am besten kann und was der Gesellschaft am meisten nutzt. Bis vor noch gar nicht langer Zeit war das alles hier eine sogenannte soziale Marktwirtschaft. Wir waren noch vom Wachstum abhängig oder glaubten zumindest davon abhängig zu sein. Doch die Erde ist ein geschlossenes System. In einem endlichen System kann es kein unendliches Wachstum geben. Je rasanter das Wachstum, desto schneller auch sein Ende.
Die Maschinerie des Globitalismus dreht sich immer schneller. Irgendwann ist alles aufgebraucht. Irgendwann muss der Kollaps kommen. Oder nicht? Wir hatten Glück. Wir haben den Glauben an das unendliche Wachstum gerade noch rechtzeitig abgelegt. Ja, nicht nur abgelegt. Wir haben ihn verboten. Als Samson in die Straße einbog, in der seine heutige Kundin wohnte, fuhr er an ihrem Haus vorbei und hielt einige Meter entfernt auf der anderen Straßenseite. Er parkte nie direkt vor der Wohnung eines Kunden, das wäre ihm unhöflich erschienen, und so hatte der Kunde die Gelegenheit, ihn vom Fenster aus kommen zu sehen und noch etwas Staub wegzuwischen oder das letzte schmutzige Wäschestück verschwinden zu lassen. Er hatte noch ein paar Minuten Zeit, also startete er mit ein paar schnellen Fingerkommandos die Beratungssoftware seiner Kommunikationslinse und öffnete das Dossier von Martina Fischer. Sozialpunkte 565, letzte Wohltat, Schneeräumen für die Nachbarn, Ausbildung, Abitur 3,4, Erwerbstätigkeit 2 Tage die Woche Kassiererin in der Schreibmaschine. Soziales Umfeld, weniger als 10 verschiedene Personen im Jahr, mögliche Arbeitsplätze, null. Samson drückte auf die Klingel am Gartentor. Nach wenigen Sekunden bog Martina um die Ecke und hastete auf ihn zu. Sie trug einen schwarzen Hosenanzug und eine weiße Bluse. Das gleiche Outfit, wie Samson auffiel, das sie auch zu ihrer Abiturfeier getragen hatte. Als sie Samson erblickte, weiteten sich ihre Augen und sie lächelte. Er bemerkte, dass sie keine Kommunikationslinse im Auge trug. Jeder an seinem Platz, sagte Samson. Herr Freitag, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie, ich bringe Sie nach oben. In der düsteren Wohnung bot sie ihm das schwarze Kunstledersofa an, das die einzige Sitzgelegenheit im Wohnzimmer war. Samson setzte sich und rutschte ein wenig zur Seite, damit sie neben ihm Platz nehmen konnte. Jetzt fangen wir doch einfach mal an. Ich bin Samson Freitag und ich bin hier, weil Sie von Rechts wegen einen Anspruch auf Lebensberatung haben. Ja, ich weiß, ich habe eigentlich keinen Bock mehr rumzuhängen und der Job in der Schreibmaschine macht mir auch keinen Spaß. Und ich habe gelesen, dass Sie genau das Richtige für mich finden würden. Was haben Sie denn für mich? Sie blickte ihn erwartungsvoll an. Die Lebensberatung ist eine Dienstleistung, die jedem Bürger zusteht. Und das, zumindest beim ersten Mal, kostenlos. Wenn Sie in die Beratung einwilligen, dann engagieren Sie mich verbindlich und verpflichten sich, mein Beratungsergebnis am Ende anzunehmen, wie auch immer es ausfallen sollte. Martina nickte langsam. Der Staat interessiert sich für seine Bürger. Er sorgt sich um ihr Wohl und analysiert alle Fakten, um jedem den für ihn besten Platz in der Gesellschaft zuzuweisen. Dieser Prozess ist sehr aufwendig. Am Ende meiner Beratung bestimme ich den optimalen Platz für Sie. Einen Platz, der die Bedürfnisse unserer Gesellschaft und natürlich Sie selbst zufriedenstellen wird. Deide, wo muss ich unterschreiben? Moment, nicht so schnell. Sie haben sich die Vertragsbedingungen doch durchgelesen, oder? Ja, das passt schon. Hauptsache, ich komme hier weg, Herr Freitag. Entschuldigen's bitte. Das kann ich Ihnen aber nicht versprechen. Am Ende könnte auch herauskommen, dass Sie die Arbeit in diesem Laden für Papier in der Schreibmaschine weiterhin machen müssen. Für immer. Das kann man nicht vorstellen. Also überspringen wir doch den ganzen bürokratischen Schmarrn und lassen Sie mich unterschreiben. Jeder an seinem Platz, oder? Ja, das stimmt, wie Sie meinen. Was für einen Beruf hättest du denn gerne? Keine Ahnung, ich dachte, Sie schlagen mir was vor. Martina grinste schief. Den Wechsel vom Sie zum Du schien sie nicht bemerkt zu haben. Was sind deine Hobbys? Was interessiert dich? Och, keine Ahnung, nichts Besonderes. Fernsehen, Surfen, Lesen. Du hast seit 2 Jahren kein Buch mehr gelesen. Woher wissen Sie das? Wie ich schon sagte, der Staat interessiert sich für seine Bürger. Um dir den besten Platz zuzuweisen, muss ich als Lebensberater natürlich alles über dich wissen. Dann wissen Sie wohl auch, welches Buch das war, ha? Fragte Martina herausfordernd. Samson kniff die Augen zusammen, sodass die erweiterte Realität seiner Linse wieder sichtbar wurde. Er hatte noch immer das Dossier von Martina in seinem Blickfeld geöffnet. Nach ein paar Sekunden hatte er die entsprechende Stelle gefunden und sagte schließlich: Das war für die Abiturprüfung, der Tod in Venedig. Martina starrte ihn entgeistert an, den Mund zu einem kleinen O geöffnet. Wenn ich sage,
dass ich alles über dich weiß. So kannst du das ruhig wörtlich nehmen. Dieses Treffen dient einer letzten Klärung. Du als Kundin sollst die Möglichkeit haben, das Beratungsergebnis selbst zu beeinflussen. Nichts kann ein persönliches Gespräch ersetzen. Also, wenn du dir eine Position aussuchen könntest, egal welche, was würdest du machen wollen? Ja, also Filmstar oder Sängerin oder sowas, das wäre schon toll. Und jetzt was Realistisches. Das ist nichts Realistisches. Du hast weder eine Schauspielschule besucht, noch Gesangsunterricht genommen. Du hast nie irgendwo in einem Theater gespielt, dich für ein Casting beworben oder sonst irgendwas für eine solche Karriere getan. Ich weiß das. Vielleicht hat man mich einfach noch nicht entdeckt. Etwas anderes. Manager in einer großen Firma, das könnte ich sicher gut. Etwas anderes. Dann vielleicht Lehrerin? Dafür brauchst du eine entsprechende Ausbildung. Warum hast du dich nicht in den letzten 2 Jahren darum bemüht? Gut, dann halt Pilotin. Ich hab schon ein paar Flugsimulatoren gespielt und ich habe keine Höhenangst. Martina, wir sollten unsere Zeit nicht mit so einem Unsinn verschwenden. Das hier ist eine seriöse Beratung, glaub mir. Ich kenne alle Leistungen, die von dir in irgendeiner Weise dokumentiert wurden und offen gesagt, es gibt nichts, das dich in besonderem Maße auszeichnet. Alles, was du bisher vorgeschlagen hast, kommt für dich nicht in Frage. Aber wenn es etwas gibt, das dich wirklich interessiert, etwas, das du richtig gut kannst und bisher einfach nur verheimlicht hast, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit herauszurücken. Das ist deine letzte Chance, es in Zukunft zu etwas zu bringen. Es geht dir immerhin um dein Leben. Martina senkte den Kopf und starrte auf ihre Finger. Ein Tropfen fiel darauf und zerplatzte. Sie begann leise zu schluchzen. Samson seufzte und tätschelte ihre Schulter, woraufhin sie sich umdrehte und die Arme um seinen Hals schlang. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir ist einfach immer langweilig. Ich hatte so gehofft, dass sie mir helfen können, dass sie mir was Tolles anbieten würden. So wie die Aktenlage ist, kann ich dir leider nichts Tolles anbieten, weil es keine Arbeitsstelle gibt, zu der du passt, sagte Samson und drückte sie sanft, aber bestimmt von sich. Sag du mir, was dich interessiert, und vielleicht finden wir ja doch was. Du musst dich eben besser verkaufen. Ich muss mich verkaufen? Sagte Martina und rieb sich die Augen. Ihr Gesicht war rot und noch aufgequollener als zuvor. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Nase und schniefte. Nach kurzem Zögern blickte sie Samson wieder an. Sie sind sehr nett, Herr Freitag. Sie haben schöne Augen und auch Ihre Krawatte ist ganz toll. Ist schon in Ordnung. Wichtig ist, dass wir zu einer Lösung für dich kommen. Hilf mir dabei. Sagen Sie mir doch einfach, was ich tun soll. Vielleicht entdecken Sie ja, für was ich Talent habe. Während sie das sagte, legte sie eine Hand auf Samsons Oberschenkel. Er sah auf die Hand und wusste nicht so recht, was er damit anfangen sollte. Nach ein paar Sekunden wanderten die Finger langsam an seinem Bein hoch in Richtung Schritt. Moment. Samson nahm Martinas Hand und legte sie mit Nachdruck neben sein Bein auf die Couch. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich bin hier als dein Lebensberater. Wir sollten uns darauf konzentrieren, einen Job für dich zu finden. Aber Sie können mir doch einfach einen Job zuweisen, mit dem ich aus diesem Kaffee rauskomme. Alles wäre besser als die Schreibmaschine. Dabei legte Martina wieder ihre Hand auf seinen Oberschenkel, diesmal noch näher an seinem Schritt. Samson fühlte, wie die Wärme ihrer schweren Hand durch den Stoff seiner Hose drang. Er starrte sie ungläubig an. Sicher, es war nicht das erste Mal, dass eine Kundin versuchte, mit unlauteren Mitteln das Beratungsergebnis zu beeinflussen. Aber nach allem, was er von Martina Fischer wusste, hätte er so etwas nicht von ihr erwartet. Die nahm sein Zögern wohl als schweigende Zustimmung auf, denn sie schob ihre Finger weiter in Richtung von Samsons Reißverschluss, beugte sich etwas nach vorn und... »Martina!« rief er scharf und sprang vom Sofa auf. Sie saß da wie versteinert und starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an. Er räusperte sich, richtete seine Krawatte und sagte, »Martina, du bist eine attraktive, junge Frau, aber wir sind hier bei einer seriösen Beratung und nicht in einer Doppelherzeinrichtung.« »Oh, Herr Freitag, das tut mir so leid, ich wollte...« »Kein Problem, Missverständnisse passieren, machen wir einfach weiter.« Er hob die Augenbrauen und verzog die Lippen zu einem schmalen Strich. Dies war sein Lächeln Nummer 13, das selbstsicher und gelassen wirken sollte. Dann setzte er sich wieder zu ihr. Diesmal mit etwas mehr Abstand. Ich werde jetzt alle deine Informationen mit der Beratungssoftware analysieren und dir dann das Ergebnis mitteilen. Oder gibt's noch etwas, das du mir sagen willst? Nein, flüsterte sie und sah zu Boden.
Samson startete die Analysesoftware seiner Linse, gab die letzten Informationen ein und erledigte noch die notwendigen Formalitäten. Dann sagte er: "So, Martina, ich bin dein Lebensberater und in dieser Funktion kann ich dich nur beglückwünschen. Du darfst in die Kontemplation." Martinas verschämtes Lächeln gefror, ihre Augen verengten sich zu Schlitzen. "Von der Arbeit habe ich ja noch nie was gehört." "Das ist keine Arbeit, im Gegenteil. Wie schon vorhin erwähnt, habe ich keinen Arbeitsplatz für dich." "Wie, Sie haben nichts für mich." Samson atmete einmal durch und erklärte dann mit der tiefen, ruhigen Stimme, die sich Polizisten und Ärzte für Nachrichten des Unausweichlichen aufsparten: "Es ist so, Martina. Ich habe alles analysiert, aber leider gibt es keine Arbeit, für die du geeignet wärst. Ich habe dir ja vorhin gesagt, dass es auf das Gespräch ankommt, aber leider hast du mir damit nicht weiterhelfen können. Für eine staatlich geförderte Ausbildung bringst du nicht das notwendige Interesse und die benötigte Eigeninitiative auf. Das heißt, es gibt nichts, für das du ausreichend qualifiziert oder interessiert wärst. Das schließt übrigens auch die Schreibmaschine mit ein. Leider kannst du da jetzt auch nicht mehr arbeiten." "Wie können Sie sowas sagen? Ich arbeite da doch schon seit 2 Jahren." "Jetzt nicht mehr. Ab heute bist du offiziell in Kontemplation." "Was soll denn das heißen?" "Du scheidest aus der Arbeitswelt aus und bist frei, deinen Hobbys und Vergnügungen nachzugehen oder einfach abzuhängen. Du kannst machen, was du willst. Hauptsache, du versuchst nicht, einer Lohnarbeit nachzugehen." "Moment mal, ich kann mich doch einfach irgendwo bewerben." "Nein, das geht jetzt nicht mehr. Nachdem du der Lebensberatung zugestimmt hast, hast du dich auch verpflichtet, mit den Konsequenzen zu leben. Der Staat braucht dich nicht. Die Wirtschaft braucht dich nicht, aber keine Angst. Wir lassen dich nicht im Stich. Du bekommst monatlich nach wie vor dein bedingungsloses Grundeinkommen." "Sie Arschloch!" schrie Martina, sprang auf und ballte die Fäuste. "Warum haben Sie mich nicht vor irgendwie gewarnt? Ich werde mich bei der Agentur über Sie beschweren. Ich werde Ihnen sagen, dass Sie mich belogen haben, dass Sie mir falsche Hoffnung gemacht hätten, sonst hätte ich den Scheiß doch nie unterschrieben." "So ein Unsinn. Das ganze Gespräch hier wurde doch mit der Linse aufgezeichnet." "Raus! Verschwinden Sie jetzt!" Und damit verlassen wir Samson und Martina fürs Erste. Genau, das war das erste Kapitel. Frau Hannig, ich würde gerne mit zwei, drei Fragen starten. Martina Fischer arbeitet 2 Tage die Woche ohne große Freude an ihrem Beruf. Und Martina Fischer hat sich in ihrem Leben auch nie aktiv Gedanken über Alternativen gemacht. Zumindest hat sie sich keine realistischen Gedanken über Alternativen gemacht. Jetzt darf sie in die Kontemplation mit bedingungslosem Grundeinkommen. Also die Entscheidung des Algorithmus ist doch folgerichtig. Warum Ja. reagiert sie so wütend und so enttäuscht? Sie hatte sich natürlich was anderes erwartet. Also es kommt ein bisschen später im Buch, ist es auch so, Martina, also ich muss jetzt hier natürlich spoilern, weil Sie wollen ja wissen, was in dem Buch alles passiert. Martina wird quasi in einen wiedergeboren, ihr Bewusstsein wird in einen Roboter verpflanzt und später gibt es quasi noch eine Diskussion zwischen Martina und Samson und da wird genau die gleiche Frage gestellt. Samson fragt, ob er Schuld gehabt hätte, ob es seine Schuld gewesen sei, weil sie hat sich umgebracht, weil sie so unglücklich ist über seine Entscheidung. Und sie sagt, nee, das stimmt nicht. Martina hatte sich andere Hoffnungen gemacht. Sie hatte gedacht, dass die Lebensberatung für sie der Ausweg wäre aus diesem trostlosen Leben. Also sie hat für sich selber keinen Ausweg gesehen und hat quasi gehofft, dass dieser Dienst, den der Staat anbietet, ihr einen Traum erfüllen würde, der über das realistische Ziel für sie hinausgehen würde. Das Problem ist natürlich, dass durch die Kontemplation ihr auch jegliche Möglichkeit genommen wurde, selber noch aus ihrer Situation rauszukommen. Denn es wird ihr verboten, an der Wirtschaft teilzunehmen. Sie ist quasi gezwungen, ab jetzt nur abzuhängen. Wenn sie die Lebensberatung nicht angenommen hätte, dann hätte sie immer noch die Möglichkeit gehabt, quasi zu sagen, aus eigener Kraft macht sie irgendwas. Ob sie da große Chancen am Arbeitsmarkt gehabt hätte, sei dahingestellt. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass man kennt es ja selber, jeder Mensch ist in seinem Leben mal an einer Situation, wo er nicht weiterkommt. Und das Problem ist, dass wenn man in einer solchen Situation quasi versucht, ein optimierter Teil eines Systems zu werden und dann rausgeschmissen wird, dass man keine Möglichkeit hat, mehr reinzukommen. Und das ist ja gerade eigentlich, das zeichnet uns als Menschen ja aus, dass wir selbst, wenn wir mal an einem Punkt ankommen, wo nicht mehr alles so läuft, wir trotzdem kreativ sind und vielleicht aus einer Krise heraus neue Chancen sehen, neue Möglichkeiten sehen. Und genau, diese Möglichkeit wurde Martina Fischer in dem Fall leider genommen. Sie haben vorhin gesagt, der Staat oder das System interessiert sich für seine Bürger. Und Sie haben dem
Roman als Motto ein Zitat von Edward Snowden vorangestellt. Das würde ich gerne kurz vorlesen und daran schließt sich auch meine Frage an. Das Zitat von Edward Snowden lautet: Zu behaupten, das Recht auf Privatsphäre sei einem egal, weil man nichts zu verbergen hat, ist wie zu behaupten, das Recht auf freie Meinungsäußerung sei einem egal, weil man nichts zu sagen hat. Ich möchte jetzt mal den Bogen spannen zur Schule und zu meinen schulischen Erfahrungen. Meiner Erfahrung nach vertreten viele Schülerinnen und Schüler genau diesen Standpunkt, nämlich dass sie sagen, Privatsphäre sei ihnen egal, gerade weil sie nichts zu verbergen hätten. Gleichzeitig würden die Schülerinnen und Schüler aber betonen, dass ihnen die freie Meinungsäußerung sehr wichtig sei. Also die Schülerinnen und Schüler würden dieser Analogie von Edward Snowden widersprechen. Was würden Sie diesen Schülerinnen und Schülern sagen? Da hätte ich jetzt zwei Argumentationslinien. Das eine ist, dass vielleicht heutzutage Privatsphäre ein bisschen was anderes ist, als es früher war, einfach weil die Menschen von sich aus schon sehr viel bereiter sind, Privates zu teilen. Deshalb ist einfach dieses Selbstverständnis ein anderes. Ich will gar nicht sagen, dass die Schüler das nicht haben, weil spätestens, wenn sie sie auf ihr Liebesleben oder ihren Chat oder Browserverlauf ansprechen, werden die meisten dann schon sehr, lieben dann schon die Privatsphäre. Also niemand möchte ja, dass ich jetzt gucke, was er die letzten 100 Mal gegoogelt hat. Privatsphäre ist für die Leute halt heute ein bisschen was anderes, würde ich sagen, als für Menschen, die noch sehr in der analogen Welt verhaftet ist gut, noch die analoge Welt kennen und das Internet nicht als etwas Gegebenes hinnehmen. Und das Zweite ist einfach, Privatsphäre ist ein Grundrecht. Also das ist total egal, ob ich persönlich das jetzt nicht so gut finde oder nicht, das ist ein Grundrecht. Das kann ich nicht wegdiskutieren und ich muss mich auch nicht rechtfertigen, dass ich ein Grundrecht habe oder haben will. Das habe ich einfach. Ganz im Gegenteil, ich muss argumentieren, warum jemandem dieses Grundrecht eingeschränkt wird. Und so gesehen ist sowohl das Grundrecht auf Meinungsfreiheit als auch das Grundrecht auf Privatsphäre einfach eine Sache, die jeder Mensch von uns hat und wo wir aufpassen müssen, dass diese Rechte uns nicht weggenommen werden. Das würden die Schülerinnen und Schüler auch nicht verneinen. Sie würden aber sagen, dass das eine Recht für sie keine Bedeutung hat. Ja, okay. Ich, Gerade die junge Generation. Also also wie gesagt, natürlich keine kann man das immer schwer Bedeutung. pauschalisieren, aber natürlich ist das schon so ein Argument oder so eine Meinung, die man häufiger hört und mit der man häufiger konfrontiert wird. Okay, aber selbst dann, wenn es, das ist, selbst wenn es jetzt für Person X nicht so, sage ich, ich würde stark bezweifeln, dass es keine Bedeutung hat. Aber sagen wir mal, es hat eine geringere Bedeutung als meine Freimeinungsäußerung. Selbst wenn ich sage, Person X, der ist das nicht so wichtig, ist es ja egal, weil der Rest der Bevölkerung hat dieses Grundrecht ja trotzdem auch noch. Also das ist ja eine persönliche, das ist genauso wie die verschiedenen Grundrechtseinschränkungen, die wir jetzt hatten zu Zeiten der Corona-Krise. Manche Leute sagen, die Tatsache, dass ich mein Haus nicht verlassen darf, ist super, super schlimm und andere sagen, ja, so what, ich bin lieber gesund als irgendwie macht draußen Party. Also es ist ja nicht, Grundrechte sind zwar Dinge, die wir immer haben, aber Grundrechte können ja trotzdem auch durch Gesetz eingeschränkt werden. Also mein Grundrecht frei zu sein wird durch Gesetz eingeschränkt, wenn ich ins Gefängnis gesteckt werde. So gesehen kann man, wenn es der Gesellschaft mehr nutzt, Grundrechte einschränken. Man kann sie aber nicht komplett negieren oder komplett irgendwie für einen Pseudogrund, nämlich zum Beispiel Sicherheit, komplett einfach wegnehmen. So gesehen ist es ganz normal, dass Menschen Grundrechte unterschiedlich auch gewichten, aber am Ende des Tages bei aller Güterabwägung ist und bleibt Privatsphäre ein Grundrecht und deshalb kann es zumindest nicht vollkommen einfach getilgt werden, nur weil Unternehmen oder der Staat einige Interessen daran hat. Man muss da jedes Mal genau drauf schauen, in welchem Fall es gerechtfertigt ist und in welchem nicht. Der Roman spielt im Jahr 2052. Wir haben bedingungsloses Grundeinkommen, wir haben eine vollautomatisierte Gesellschaft in Bezug auf den Arbeitsmarkt, wir haben eine EU als föderativen, handlungsfähigen Staat. Eine realistische Vision. Also ich persönlich muss ja sagen, auch wenn es im Roman nicht so rüberkommt, ich persönlich bin großer Fan des bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich es als tatsächlich einzige realistische Möglichkeit sehe, die gesellschaftliche Unruhen aufzuhalten, wenn wir mit der Automatisierung und KI weiterschreiten. Also ich glaube, dass das eine Sache ist, die kommen wird. Deshalb würde ich sagen, realistisch, dass wir ich hoffe, dass wir die EU bleiben und dass sich nicht ein Teil abspaltet. So gesehen ist das jetzt, glaube ich, nicht so realistisch. Aber was sonst noch Automatisierung und auch das, ich glaube schon, dass wir in einem mehr oder weniger kapitalistischen System bleiben werden, dass sich eben man den Klimawandel mit internalisieren muss. Das funktioniert auf verschiedene Art und Weisen. Also auch verschiedene andere technische Entwicklungen,
sind in meinem Roman mittlerweile ja fast schon überholt. Es gibt in meinem Roman ganz wichtig ein Sozialpunktesystem. Das haben die Chinesen ja 2014 angefangen einzuführen, ist jetzt ganz aktuell bei denen. Also so gesehen ist die Optimierer ziemlich realistisch. 2052 wird der Roman wahrscheinlich total veraltet sein. Die Optimalwohlökonomie, Ihre ganz persönliche Meinung. Albtraum oder die perfekte Gesellschaft der Zukunft? Es ist ein Albtraum. Und zwar, also ich habe für mich mittlerweile eine ganz relativ einfache Unterscheidung dessen, ist es eine Utopie oder eine Dystopie. Weil oft sind diese Dinge ja sehr nah beieinander. Und auch ich habe einige LeserInnen, die mir zurückmelden, ach, ist eigentlich ganz super, die finden es ganz gut. Und dann sage ich ja schon, aber. Erstens, der erste Punkt, wie man unterscheidet, ist es eine Utopie oder eine Dystopie. Sind diese schönen Dinge, die wir haben, diese technischen Entwicklungen, der technische Fortschritt, der gesellschaftliche Wandel, das Wohl, ist das alles Freiheit oder ist das Zwang? Wenn es Freiheit ist, dann ist es eine Utopie. Wenn es Zwang ist, ist es eine Dystopie. Die Tatsache, dass Martina Fischer gezwungen wird, dann nach diesem Modell der Lebensberatung zu leben, zeigt schon, dass es keine freie Gesellschaft ist, dass es eine zwanghafte Gesellschaft ist, dass es eine Dystopie ist. Wenn sie sich frei entscheiden könnte und sagen könnte, ach ja, nehme ich an, nehme ich nicht an, dann wäre das was anderes, denn für viele Leute wäre die Kontemplation ja ein guter Platz. Und viele Leute wären auch heutzutage sicherlich froh, so eine richtig gute Lebensberatung haben, wo sie wissen, toll, das ist ein Job, da bin ich die nächsten 20 Jahre glücklich. So gesehen, das ist das eine Unterscheidungsmerkmal, Freiheit oder Zwang. Und das zweite ist, muss irgendjemand für diese Verwirklichung dieser vermeintlichen Utopie über Gebühr und unverschuldet leiden? Denn oft ist es ja so, dass eine bestimmte Gruppe ihren Luxus und ihre Annehmlichkeiten nur deshalb hat, weil sie eine andere Gruppe unterdrückt oder in irgendeiner Form knechtet. Man siehe nur Massentierhaltung oder unseren Profit, den wir haben, weil wir halt einige dritte Weltländer und einige Leute in Sweatshops halt so arbeiten lassen, wie sie arbeiten können. Das finde ich, das muss man einfach sich angucken und dann kann man zumindest in der Literatur sehr schnell sehen, ist es jetzt eine Utopie oder ist es eine Dystopie. Es ist ja keine allzu ferne Zukunft. Welche Weichen müsste die Politik stellen oder welche Dinge müsste sie im Blick haben, damit die Dystopie zur Utopie wird? Ich möchte mal kurz sagen, ich habe da so ein Buch geschrieben, das kommt nächstes Jahr raus. Da ist alles richtig, richtig wohl verstanden. Da kann ich jetzt fast gar nicht so viel spoilern. Also die Optimierer an sich ist nicht, da kann man kein Schräubchen drauben und das wird zur Utopie, denn es ist ein ganz wichtiger Denkfehler, liegt diesem Staat zugrunde, nämlich, dass Menschen optimierbar wären. Das funktioniert einfach nicht. Prozesse können optimiert werden, aber Menschen können nicht optimiert werden. Die Tatsache, dass wir Fehler haben, macht uns menschlich. Und jeder Versuch, die auszumerzen und jeder Versuch, zu irgendeinem vermeintlichen Ziel hinzukommen, macht das Ganze irgendwann zu einem Albtraum. So gesehen, kann das hier nicht umgesetzt werden, kann das nicht in eine Utopie gewandelt werden, aber es gibt eine ganze Menge politische Möglichkeiten, unsere heutige Gesellschaft in eine Utopie zu verwandeln. Ich weiß nicht, wie detailliert soll ich denn darauf jetzt eingehen? So detailliert Sie möchten, ohne zu viel vorwegzunehmen, vielleicht auch fürs neue Okay. Buch. Aber ich sehe Also gerade, dass auch eine Frage. Ach, Entschuldigung. okay, nur ganz kurz. Also wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen wirklich notwendig sein wird, um die gesellschaftlichen Unrest zu verhindern. Weil wir also, ich meine, das Arbeitsministerium selber hat eine Studie in Auftrag gegeben 2018, woraus erfolgt, dass bis zu 25% der aller Jobs in Deutschland mittelfristig verloren gehen werden an künstliche Intelligenz und Automatisierung. Das heißt, wir haben einfach einen sehr großen Anteil der Bevölkerung, der keine Arbeit finden wird. Und das hat nichts mit Faulheit zu tun oder mit schlechter Bildung oder mit sonst was. Das ist einfach systemimmanent. Und das können wir mit unserem heutigen Sozialsystem nicht auffangen. Da können wir nicht sagen, geh mal in die nächste ABM-Maßnahme oder die nächste Fortbildung. Wir werden immer 25% mindestens haben, die keinen Job haben. Und deshalb müssen wir uns einfach ein Finanzierungsmodell überlegen, was das stemmen kann. Und weil eben durch KI und Automatisierung so viel Gewinne erwirtschaftet werden, ist es nur sinnvoll, da eine Steuer einzuführen, die dann quasi die Gesellschaft einfach so unterstützt, dass wir eben nicht eine riesige Schere zwischen Arm und Reich haben und dann irgendwann eine Unterschicht haben, die dann sowieso nicht mehr konsumieren kann, was ja auch nicht im Interesse irgendwelcher Wirtschaftskonzerne ist. Das gepaart mit einem Kapitalismus, der die externen Effekte der verschiedenen Produkte internalisiert. Das heißt, wir müssen gucken, welchen Klimaabdruck, welchen Umweltabdruck haben verschiedene Produkte, dann müssen wir das einpreisen und mit diesen Steuern quasi wiederum Aufforstungen, klimaneutrale Projekte und so weiter fördern. Dann kann das alles super funktionieren.
Nur die Frage, wer willens ist, das zu tun. Und natürlich alles gleich auf einer globalen Ebene. Ganz schön schwierig. Das kann dann ich als Autorin natürlich in einem Buch sehr gut machen, weil bei mir funktioniert das einfach alles. Aber das können Sie dann sehen, falls es Sie interessiert. Im Februar kommt es raus. So, und jetzt war da noch eine Frage irgendwo. Es ist nur ein Kommentar, keine Frage. Also. Da im Chat steht, es wäre spannend, dann zu sehen, wie sich die Gesellschaft entwickelt, wenn quasi keine Fehler und somit kein Dazulernen möglich ist. Ja, das ist in der Tat spannend. Da kommen wir gleich dazu. Da kommen wir gleich zu. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um einen Schritt weiterzugehen und zum nächsten Kapitel zu kommen, das Sie lesen werden. Und ich freue mich auf das Buch, das kommen wird und wie die ganze Geschichte weitererzählt wird. Okay, dann lese ich jetzt einfach mal weiter. Also wir haben jetzt Samson Freitag ja schon verfolgt, wie er bei Martina Fischer war. Kurze Zeit später besucht Samson seine Mutter. Die ist, müssen Sie sich vorstellen, die ist, ich glaube, die ist sogar mein Jahrgang, also quasi meine Generation im Jahr 2052. Und da schauen wir jetzt mal rein, wie denn so ein Nachmittag bei Samsons Eltern verläuft. Samson machte sich auf den Weg zu seinen Eltern, die außerhalb von München in einem ehemaligen Naturschutzgebiet wohnten. Die Idylle erinnerte an kleine „Unser Dorf soll schöner werden“ Ortschaften des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Frisch renovierte Fachwerkhäuser, Holzbalkone und Geranien in selbstbemalten Blumenkästen. Aber es gab keine Bauernhöfe und erst recht keine Kühe, die auf der Weide standen. Große Agrarkonzerne bewirtschafteten die Äcker in teilökologischer Fruchtfolge. Alles wurde für den direkten Verzehr weiterverarbeitet, nichts für die Energieerzeugung, die Milchwirtschaft oder die Tiermast verwendet. So war die Bundesrepublik Europa unabhängig von Lebensmittelimporten. Als Samson vor dem Haus seiner Eltern hielt, wurde er bereits erwartet. Anna Freitag war eine vorsichtige Frau. Sie traute der neuen Technik nicht, den allgegenwärtigen elektronischen Geräten, der vollständigen Vernetzung des Alltags, den Kontaktlinsen, die alles zum Wohle der Gesellschaft aufzeichneten. Sie war sich sicher, dass diese Art der Überwachung nicht zur Förderung, sondern zur Unterdrückung der Bevölkerung genutzt wurde. Deshalb duldete sie keine Kommunikationslinsen in ihrem Haus. Da ihre Besucher die Linsen aber so selbstverständlich trugen wie ihre Unterwäsche, vergaßen sie meist, sie vor dem Besuch herauszunehmen. Doch Anna Freitag hatte ihre eigene Art, damit umzugehen. Als erstes führte sie Samson in ihr kleines Arbeitszimmer im ersten Stock, wo Kontaktlinse und Hörknopf in dem dafür vorgesehenen Etui verstaut wurden, das wiederum in der Schublade des Schreibtisches unter ein paar Küchenhandtüchern verschwand. Erst als auch die Bürotür abgeschlossen war, atmete sie erleichtert auf und umarmte ihren Sohn zur Begrüßung. Danach gingen beide nach draußen auf die Terrasse. Samson ließ sich in einen Liegestuhl gleiten und seufzte vor Behaglichkeit. Schon seit Wochen war das Wetter heiß und staubig. Der Klimawandel hatte den September in Europa zum Wüstenmonat werden lassen, aber auf der schattigen Terrasse ließ es sich aushalten. Möchtest du einen Wein? Fragte Samsons Mutter. Nein, danke, ich muss nachher noch fahren. Aber das ist doch erst in ein paar Stunden, so ein kleines Schlückchen geht doch. Nein, danke, sagte er mit Bestimmtheit. Anna Freitag verschwand im Haus und kam kurz darauf mit zwei Weingläsern zurück. Eines davon drückte sie Samson in die Hand, bevor sie sich ihm gegenüber in einen gepolsterten Korbsessel setzte. Und was gibt's sonst Neues bei der Lebensberatung? Schon wieder irgendwelche Staatsmänner entdeckt? Fragte sie und nippte an ihrem Glas. Nein, und darüber bin ich auch sehr froh. Dieser Erdschan Böser geht mir ordentlich auf die Nerven. Ich finde ihn und seine Partei sowieso sehr merkwürdig. Ich traue denen nicht. Sie propagieren ein Grundrecht auf Bildung und wollen trotzdem immer mehr Jobs mit Robotern besetzen. Was machen denn dann die ganzen gut ausgebildeten Leute, die nichts mehr zu tun haben? Und dann wollen sie Fleischkonsum noch härter bestrafen. Stell dir das vor, sie kriminalisieren grundlos ganze Bevölkerungsschichten. So ein Unsinn. Fleischkonsum ist ein großes Übel. Die Energie und das Wasser, die aufgewendet werden müssen, um 1 Kilo Fleisch zu produzieren. Ja, ich weiß, unterbrach sie ihn. Und das ganze Land, das für die Futtermittel verbraucht wird. Ja, und die Umweltverschmutzung. Samson, das weiß ich alles. Und trotzdem, es gibt nicht nur die Zwangsvegetarisierung und die Massentierhaltung. Es gäbe auch einen gesunden Mittelweg. Aber das darf man heutzutage ja nicht mehr sagen. Heutzutage ist alles alternativlos. Es gibt nur noch einen richtig. Alles andere ist falsch.
Jetzt übertreib nicht. Wenn es dir nicht passt, dann schreib einen Korrekturvermerk an die Agentur für Agraralternativen. Apropos, Wasserwanzenburger schmecken gar nicht schlecht. Hör mir auf mit diesem schrecklichen Zeug. Als ich so alt war wie du, gab es Fernsehshows, in denen die Leute viel Geld dafür bekamen, wenn sie sowas Widerwärtiges gegessen haben. Und heute soll ich dafür auch noch zahlen? Nein, danke. Und einen Korrekturvermerk werde ich ganz sicher nicht schreiben. Dann stehen die ja gleich vor meiner Tür. Es ist noch nie jemand für einen Korrekturvermerk verhaftet worden. Ich habe ja auch noch keinen geschrieben. Das wird sowieso nicht mehr lange gut gehen, Samson. Die Menschen lassen sich nicht ewig für dumm verkaufen. Das sagst du jedes Mal. Es wird ja auch immer schlimmer. Jetzt ketten sie schon die Italiener an den Zaun. Die Welt da draußen wird unser kleines Gesellschaftsexperiment nicht mehr lange hinnehmen. Die wollen auch was vom Kuchen abhaben. Die wollen unsere Technologie, unseren Wohlstand. Sollen sie nur kommen. Dann kehren wir endlich wieder zu normalen Verhältnissen zurück. Ich freue mich schon drauf. Sie trank einen großen Schluck Wein und lächelte grimmig. Samson atmete einmal tief durch, bevor er antwortete. Mama, unser System ist das Beste, was die Menschheit je hervorgebracht hat. Wir sind privilegiert, die absolute Spitze der humanistischen Entwicklung miterleben zu dürfen. Endlich ist der Staat für die Menschen da und nicht umgekehrt. Endlich zählt das Wohl jedes Einzelnen mehr als der Profit von Unternehmen oder das Wachstum einer abstrakten Wirtschaftskennzahl. Wie sollte es jemals etwas Besseres geben als unsere Optimalwohlgesellschaft? Bringen Sie euch das in der Agentur bei oder bist du von allein auf diesen Schwachsinn gekommen? Mama, wenn wir diskutieren, musst du sachlich bleiben und darfst mich nicht beleidigen. Wieso beleidigen? Das ist Fakt. Was du sagst, ist Schwachsinn. Gut, dann lassen wir das Thema. Aber wenn du Fakten willst, dann recherchiere im Internet den aktuellen und unübertroffenen Optimalwohlindex der Bundesrepublik Europa und dann erklär mir, warum das alles Schwachsinn sein soll. Im Internet findest du sowieso alle Fakten. Im ersten Internet hätte das vielleicht noch geklappt. Das jetzige Internet ist ja nur noch ein Witz. Mama! Samson ballte die Fäuste. Hör auf, immer alles schlecht zu machen. Das heutige Internet ist im Vergleich zum ersten wahnsinnig schnell und effizient. Ja, weil du nur noch einen Bruchteil dessen siehst, was wirklich da ist. Deine Linse und dein Bürgerprofil lassen doch nur noch die Informationen zu, die zu dir passen. Alles andere wird dir gar nicht mehr angezeigt. Das ist Zensur. Ja, und ich muss auch nicht über nordkoreanische Reispreise oder bolivianische Busabfahrtzeiten informiert werden. Aber früher konnte man das. Ich weiß. Und was hat's euch gebracht? Freiheit. Ach. Sie schwiegen. Samson suchte nach einem neuen Thema, eins, über das sie sich nicht streiten würden. Doch ihm fiel beim besten Willen nichts ein. Seine Mutter hatte noch die Zeit vor der Revolution erlebt. Sie war Journalistin gewesen, sein Vater, Jan Freitag, Lehrer für Mathematik und Geschichte. Nach der Gründung der BEU und der Einführung der Lebensberatung waren beide aus mangelnder Loyalität zum Staat als untauglich für ihren Beruf eingestuft und in die Kontemplation geschickt worden. Sie konnten nicht zugeben, Teil einer perversen globitalistischen Gesellschaft gewesen zu sein, die sich auf Kosten der Dritten Welt bereichert hatte. »Hast du schon gehört?« fragte Samson schließlich. Kowalski will das Gesetz zur Generalanalyse überarbeiten lassen. Das müsste dir doch gefallen, oder? Ach was, das ist nur Wahlkampfgeschnatter. Den Blockwart werden die nie abschalten. Die Regierung profitiert so stark von der Komplettüberwachung ihrer Bürger, es hätte überhaupt keinen Sinn, das rückgängig zu machen. Den meisten Leuten ist es sowieso egal. Oder sie finden es auch noch gut, so wie du. Ja, in deinem Fall hilft es ja auch mit der Arbeit, okay, aber schimpf mich ruhig einen Privatmann. Aber ich halte sehr viel von meiner Privatsphäre. Ich will nicht, dass jeder immer und überall sehen kann, wo ich gerade bin und was ich gerade tue. Denn ja, ich habe eine ganze Menge zu verbergen. Wer von sich das Gegenteil behauptet, ist entweder ein Idiot oder ein Lügner. Mama, die Generalanalyse der Volksbewegungen dient nur unserer Sicherheit und wird für die Optimierung der Gesellschaft genutzt. Dass die Medien das Programm Blockwart genannt haben, finde ich ungerecht. Schau mal, durch die GPS-Verfolgung können der Verkehr und die kommunalen Autos effizient gesteuert werden. Durch die Analyse des Konsumverhaltens kann das bedingungslose Grundeinkommen berechnet werden. Durch die Beobachtung des Freizeitverhaltens können neue Angebote und auch neue Arbeitsplätze. Hey, wo gehst du hin? Ich hole mir noch einen Wein. So viel Propagandageschwafel ertrage ich nicht nüchtern. Samson seufzte. Er wusste, dass seine Mutter ihn bedingungslos liebte, aber sie respektierte ihn einfach nicht als gleichberechtigten erwachsenen Gesprächspartner.
Für sie war er immer noch der kleine Junge, der es schon noch irgendwann lernen würde. Das Essen ist gleich fertig. Dein Vater sitzt schon seit Stunden vor dem Ofen und schaut dem Braten zu, sagte Anna Freitag, als sie zurückkam. Machte Samson. Wieder saßen sie eine Weile schweigend da. Schließlich beugte sich seine Mutter vor und sagte in sanftem Tonfall: Samson, tut mir leid, wenn ich gerade etwas zu heftig reagiert habe, aber du weißt, ich kann das Gerede über Politik nicht ertragen. Gibt's nicht irgendwas anderes, von dem du mir erzählen kannst? Wie läuft's denn in der Arbeit? Wann kommt denn endlich die Beförderung, von der du gesprochen hast? Ja, ich brauche noch 4 abgeschlossene Beratungen und 20 Sozialpunkte. Dann werde ich zum Oberkonsultationsrat befördert. Oh, das klingt doch toll. Naja, es ist eigentlich dasselbe wie vorher. Aber ich halte ein bisschen mehr Lohn und ein bisschen mehr Freizeit. Und ich bekomme eine Hochstufung für meine Krankenversicherung. Das wäre auch was für euch. Hast du schon von dem Tarif 85 gute Jahre gehört? Nein, aber ich bin skeptisch. Allein schon der Name gefällt mir nicht. Was ist das? Das ist ein neuer Tarif, der alles, also wirklich alles abdeckt. Du bekommst bis zum 85. Lebensjahr eine ausgezeichnete Versorgung. Alles inklusive. Keine Zuzahlung, nur Spitzenärzte, die besten Organe sowieso. Alles, was man sich nur wünschen kann. Und das Beste, es kostet fast ein Drittel weniger als der Standardtarif. Ist das nicht toll? Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Alle Leistungen gelten bis zum 85. Lebensjahr. Und danach soll das heißen? Du musst es so sehen. Man kauft sich heute ein Stück Lebensqualität, die später nicht mehr gebraucht wird. Wieso denn nicht gebraucht? Was passiert denn, wenn ich 85 bin? Also der Tarif. Das ist nicht nur ein normaler Vertrag, das ist eine Verpflichtung an die Gesellschaft. Dafür erhält man bei Vertragsabschluss eine Packung Tabletten. Für den Fall, dass man das Höchstalter tatsächlich erreichen sollte. Tabletten? Zyankali? Im Ernst? Es ist kein Zyankali. Es ist was ganz Schmerzloses, Unkompliziertes. Es nennt sich Ätherdormol. Anna Freitag schlug die Hände vors Gesicht. Durch ihre Finger hindurch sah sie Samson an. Das hast du unterschrieben? Nein, noch nicht. Also wie gesagt, der Tarif steht mir erst ab der Beförderung zu. Aber ihr seid schon alt genug. Ihr könntet jetzt schon. Was bildest du dir eigentlich ein? Sie war aufgesprungen und hielt ihm den ausgestreckten Zeigefinger wie eine Waffe entgegen. Dass du diesen ganzen Zirkus hier mitmachst, ist schon schlimm genug. Aber dass du uns, deine Eltern, auch noch davon überzeugen willst, dass wir uns mit 85 das Leben nehmen, damit wir keine Belastung mehr für diese so optimale Gesellschaft sind, das fasse ich einfach nicht. Vielleicht sollten wir gleich so eine Packung nehmen. Denn so wie ich das sehe, sind wir schon jetzt keine optimalen Bürger. Wir sind eine Belastung. Warum uns nicht gleich beiseite schaffen? Essen, schallte es aus der Küche. Erleichtert über diese Unterbrechung folgte Samson seiner Mutter ins Haus. Jan Freitag kam aus der Küche mit einer Grillschürze und dazu passenden Ofenhandschuhen. Er trug eine große Reine, in der sich ein gigantischer Gänsebraten befand. Schnaufend stellte er die Reine auf einen selbstgehäkelten Untersetzer auf dem Esszimmertisch, drehte sich zu Samson um und grinste ihn mit rot verschwitztem Gesicht an. Na, was sagst du? Das ist doch mal ein Sonntagsbraten, oder? Samson stand da wie gelähmt und starrte auf den Braten. Die goldbraune Soße simmerte noch leicht und ließ zischend kleine Fettbläschen zwischen Knoblauchzehen und Karottenstückchen zerplatzen. Der Duft des Gänsefleischs war atemberaubend. Sein ganzer Körper strebte zu diesem Braten hin, wollte seine Zähne in das Fleisch, dieses köstliche, verbotene Fleisch graben, aber er rührte sich nicht. Könnt ihr mir das antun? Flüsterte er heiser. Das Lächeln schwand aus Jan Freitags Gesicht wie die Farbe aus einem toten Fisch. Wir dachten, wir machen dir eine Freude, wenn du wüsstest, wie schwierig es war, dieses Ding aufzutreiben. Dann stopp! Fuhr ihm Samson über den Mund. Ich will gar nichts davon wissen. Eigentlich müsste ich jetzt die Polizei rufen und euch anzeigen. Ich mache mich schon strafbar dadurch, dass ich hier tatenlos rumstehe. Ich muss sofort los. Jeder an seinem Platz. Und Samson verlässt seine Eltern. Und damit verlassen wir auch diesen Abschnitt der Lesung. Fantastisch, sehr, sehr, ich sag mal, überzeugend gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Ich fand, als ich das Kapitel jetzt gehört habe und auch so, als ich mich im Vorfeld mit ihren Büchern auseinandergesetzt habe, kamen bei mir immer so ein bisschen die Querverweise auf und ich habe so ein bisschen
in der Literatur Bezüge gefunden, auf die ich Sie gerne so ein bisschen ansprechen würde. Also wir haben ja schon darüber geredet, das ist ganz klar eine Dystopie. Ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber reden. Wenn wir uns so die klassischen dystopischen Werke anschauen, Brave New World, die Bürger werden da so ein bisschen unter Drogen gesetzt und werden so dementsprechend überzeugt, beim System mitzumachen. Bei George Orwell ganz klar, also Gewalt und Unterdrückung. Also es ist die klassische Dystopie, in der die Menschen einfach klein gehalten werden mit Angst und Furcht. Was ich interessant finde, ist, dass hier an der Stelle es ist tatsächlich eigentlich so eine Art Schlaraffenland, was präsentiert wird und was auf den ersten Blick auch so rüberkommt. Es ist also wahnsinnig verführerisch, damit zu machen. Deswegen scheinen ja eigentlich auch die meisten zufrieden damit zu sein. Oder sehe ich das falsch? Ja, nee, sehen Sie komplett richtig. Es ist ja auch ein bisschen so, die Dystopien sind ja auch immer so ein Kind ihrer Zeit. Also quasi bei Brave New World ist es ja so, dass also dass durch Drogen, dass durch so eine Erfüllung die Massen ruhig gehalten werden, ist einfach eine Zeit, auch dass damals halt die Möglichkeit einfach bestand, massenweise Drogen herzustellen und zu konsumieren. Genauso wie 1948, ja einfach aus der Erfahrung des Krieges heraus klar ist, dass das einfach die Möglichkeit ist, die Menschen ruhig zu halten. Und heutzutage ist es halt so, wie kann man heute die Menschen ruhig halten? Eigentlich am allerbesten, indem man ihnen vermeintlich alle ihre Wünsche erfüllt, weil dann haben sie keinen Grund mehr aufzubegehren. Und das ist so ein bisschen so das ist das Schöne an den Dystopien, dass die ja eigentlich viel mehr ein Spiegel ihrer eigenen Zeit sind, als eigentlich ein Blick in die Zukunft, weil 1984 ist ja nicht wirklich wahr geworden, Brave New World auch nicht. Ich hoffe natürlich auch, dass meine Dystopie nicht Wirklichkeit wird, aber so hat man dann immer so ein bisschen so diese Rückkopplung in die Realität zurück. Aber wie, mal abgesehen von der Grundrechtsdiskussion, die wir ja vorhin auch geführt haben, aber wie kann ich denn dann tatsächlich die Untertanen davon überzeugen, dass sie im falschen System sich bewegen, wenn ja alle Grundbedürfnisse erfüllt werden? Also wenn ich tatsächlich eigentlich alles habe, was ich brauche, wo ist der Fehler? Jetzt mal abgesehen von der Grundrechtsdiskussion. Das ist tatsächlich ein intellektuelles Problem irgendwann. Sie kennen ja wahrscheinlich alle noch den Film Matrix, wo auch die Frage ist, wenn wir in einer echten schlimmen Welt leben und die einzige Möglichkeit herauszukommen ist, uns einen Stecker ins Hirn zu stecken und dann ist alles toll, warum ist das eigentlich schlecht an und für sich? Und da ist wieder die Sache, das ist die Wahlfrage. Und das ist auch die Sache, wird auch später ja in den Unvollkommenen angesprochen, will ich lieber ein glückliches Schwein sein oder ein unglücklicher Sokrates? Und das ist eine sehr intellektuelle Antwort zu sagen, ich wäre lieber ein unglücklicher Sokrates. Viel in Wirklichkeit sind wir alle lieber glückliche Schweine für den Augenblick. Im Augenblick wollen wir lieber das Glas Wein in der Hand, die Zigarette, meinetwegen den nächsten Drogen oder den riesen Braten haben. Und dass unser Körper und unsere Umwelt daran Schaden nimmt, sind zwar Dinge, die machen wir uns dann abends im Bett vielleicht Gedanken drüber, aber viele von uns, jeder zumindest, der beispielsweise mit seinem Gewicht kämpft, kennt das Problem, dass trotzdem am nächsten Tag das Essen wieder näher ist als der Sport. So gesehen, wir sind einfach sehr empfindsame und sehr auf unsere Sinne gepolte Menschen. Und daher sind wir auch so leicht zu verführen. Und daher ist es ja auch alles so erstrebenswert, in Anführungszeichen. Das krasseste heutzutage ist vielleicht das Beispiel dafür, sind nicht mehr die Drogen, sondern es ist die sozialen Medien. Wir wissen alle, dass es uns nicht gut tut und trotzdem wollen wir davon immer mehr. Trotzdem engagieren wir uns da und sind in diesem System drin. Deshalb sind solche Diktaturen ja auch so schwer rauszukommen, sowohl in der Realität als auch in der Literatur, sage ich jetzt mal, weil eben die meisten Leute relativ schnell einzulullen sind. Es braucht schon sehr viel Reflexionsvermögen und auch ein Bewusstsein dafür, auf die Minderheiten zu hören, die in einer solchen Diktatur unterdrückt werden. Weil wenn ich dafür ein Gefühl habe, wenn ich merke, aha, unsere Gesellschaft ist gerade dabei, Menschen zu unterdrücken, sei es wegen ihrer Sexualität oder ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft oder ihres Glaubens, dann muss da ein Alarmsignal erscheinen, weil wir dann wissen, okay, wir sind an einem Punkt, wo eine Diktatur möglich ist, weil es genug Leuten egal ist, dass solche Leute unterdrückt werden. Also es ist eine Sache, derer wir uns eigentlich als verantwortungsvolle Bürger, nicht als Untertanen, sondern als Bürger, als Citizens, bewusst sein müssen, dass wir da immer mitdenken müssen, dass wir immer auch in stetiger Verantwortung sind, dass unsere Gesellschaft nicht in eine Diktatur abrutscht.
Ich habe bei der Auseinandersetzung kam mir auch sofort, ich weiß nicht, ob Sie das Zitat von Yuval Harari kennen, Humans are Algorithms. Also er bezeichnet Menschen auch als hackable. Er sagt einfach, dass durch die Art und Weise, wie wir zurzeit in der Lage sind, Informationen zu verarbeiten und wie wir das biologische Wissen über uns als Wesen mittlerweile anreichern können, die sorgt dafür, dass genau dieser Verhaltensüberschuss eben entsteht, der im Moment, das haben Sie ja gerade eben angesprochen, eigentlich eher von großen globalen Unternehmen ausgenutzt wird, um uns zu manipulieren, unsere Aufmerksamkeit zu erregen, um bestimmte Interessensgruppen nach vorne zu bringen. In dem Fall ist es aber der Staat, der diesen Verhaltensüberschuss generiert und der eigentlich seinen Bürgern dann immer so diesen Ticken voraus ist und genau weiß, im ersten Kapitel kam es jetzt raus, bei der Beratung, wir wissen alles über dich. Das Ganze immer vor dieser Folie der Rationalität. Also wir haben immer das Beste für euch im Blick. Aber ich frage mich immer, ob das tatsächlich der Weg ist, der Sinn macht. Also wer hat dann was davon? Verstehen Sie, was ich meine? Also wie funktioniert der Staat? Also was hat der Staat davon, dass das System so angelegt ist? Meinen Sie jetzt in meinem Roman oder generell als theoretische Überlegung? Im Roman. Ja, im Roman ist es einfach das Streben, also der Staat wird ja in Wirklichkeit gelenkt von einer Gruppe von Robotern, die heißen die Basilei. Das sind quasi, wie in der griechischen Politeia sind es die Philosophenherrscher. Also ich habe ja den Staat angelegt als Analogie zum perfekten Staat in der Politeia. Und die sind eben diesem Fehlschluss erlegen, den ich am Anfang erwähnt habe. Die sind selber eben Roboter und Algorithmen sind ja so programmiert, dass sie sich selbst, also dass ein Algorithmus dann besser ist als der andere, wenn er optimaler verläuft und zwar entweder schneller zum Ergebnis kommt, also ein schnelleres Ergebnis oder Energie dabei spart. Also kürzer oder schneller oder besser oder näher, also bei irgendwelchen Primzahlenberechnungen. Wer ist schneller dran oder wer ist näher dran? Das heißt, eine Optimierung liegt in dem Prinzip eines Algorithmus drin. Und wenn diese Algorithmen, sprich Roboter, dann versuchen, das auf immer größere Bereiche auszudehnen, erreichen sie dann irgendwann halt den Bereich der Gesellschaft. Und um wieder zurückzukommen zur Basis, wie gesagt, es ist die Optimierer ist eigentlich eine in die Zukunft projizierte Version des perfekten Staats der Politeia. Und da haben wir dieses Streben schon. Also es geht ja in der Politeia darum, dass Sokrates mit seinen SchülerInnen, nee, Schülern, darüber spricht, wie Gerechtigkeit eigentlich geschaffen wird. Und also das ist ja quasi das höchste Streben an sich. Wie schaffen wir Gerechtigkeit? Und Gerechtigkeit schaffen wir nur in einem Staat, denn der Mensch ist ein soziales Wesen, also kann Gerechtigkeit im Staat stattfinden. Und dann wird eben dieser perfekte Staat gebaut. Also quasi von Anfang an das Grundfundament dieses Staates ist schon bereits die Suche nach dem Allerhöchsten. So gesehen, und deshalb kann das Allerhöchste immer nur in diesem Staat verwirklicht werden. Und somit haben sie auch die Begründung, warum die Roboter das streben, weil sie eben meinen, dass das der Weg ist. Weil sie eben nicht wissen, dass sie von Anfang an eigentlich einen Fehlschluss erlegen sind. Das Problem ist, dass Menschen keine Roboter sind. Ne? Mit denen funktioniert es einfach nicht. Ich habe Darf ich tatsächlich, dazu musste noch ich kurz auch. was sagen? Bitte, ja. Zum Thema auch von Yuval Harari, was Sie sagten, mit den Algorithmen. Das fand ich nämlich auch total interessant. Ich denke, das ist das Kapitel, wo es darum geht, um Emotionen geht, die Funktion von Emotionen. Und er dann auch beschreibt, dass ja auch Tiere Emotionen haben und einfach sagt, dass Emotionen ein viel kürzerer Weg sind von der Situation, Affe ist auf dem Baum und es kommt ein Tiger, dass Angst quasi der viel schnellere Impuls ist, als dass der jetzt 100 Stunden darüber nachdenkt, wie sinnvoll es ist, dem jetzt auszuweichen oder nicht. Und so kommen wir dann auch ganz schnell spannen wir den Bogen tatsächlich zu Robotern, weil man ja immer so eine große Kluft wahrnimmt. Und ich als Science-Fiction-Autorin stelle mir natürlich auch eine Zukunft vor in 100, 200, 300 Jahren, weil wir sitzen ja auch heute nicht mehr mit einem 286er rum und mit einem riesen Röhrenmonitor, sondern die Technik schreitet ja voran. Und wenn man auch versteht, dass quasi Menschen und menschliches Verhalten ein Algorithmus ist, ist es eigentlich nur der nächste Schluss, dass man so einen Algorithmus, so eine Programmierbarkeit auch auf anderem Wege, nämlich auf Siliziumbasis, irgendwann irgendwie herstellen kann. Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir dann mit solchen Wesen um? Weil nur weil die jetzt aus einem anderen Material bestehen, kann es ja trotzdem sein, dass sie ebenso fühlen können wie wir oder auch nicht.
Das ist tatsächlich die große Frage, aber ich glaube, die werden wir auch gleich noch anreißen. Ich habe so zum Abschluss ein weiteres Buch, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, ist NSA von Andreas Eschbach. Haben Sie Das wahrscheinlich habe auch ich noch schon nicht von gehört? gelesen. Ich bin gerade noch dabei, ist ziemlich dick, aber nur um es grob zusammenzufassen, das ist eigentlich eine, also die nationalsozialistische Diktatur, auch komplett, was so die Chronologie angeht, also eins zu eins übertragen, aber einfach vor dem Hintergrund, dass die Nationalsozialisten sehr fortschrittliche Computertechnologie besitzen und damit in der Lage sind, die Menschen zu überwachen und zu manipulieren. Und ich vor dem Hintergrund muss ich natürlich das Wort Blockwart erstmal hier ansprechen. Wenn Sie, ich weiß, Sie haben das öfter auch schon, also vor Corona, in Schulen vorgelesen und vorgetragen, dieser Begriff Blockwart. Weg, also bei mir gehen sofort alle Lampen an, aber merken Schüler und Schülerinnen das dann noch? Kein einziges Mal kam die Frage auf, was der Blockwart ist. Also es ist immer so gewesen, ich habe diese Lesungen sehr genossen, weil die SchülerInnen echt super Impulse haben und coole Fragen stellen. Auch jedes Mal kommt eine neue Frage, was ich immer ganz spannend finde. Aber es kam noch nie eine Frage zum Blockwart. Dann bin ich jetzt der Erste gewesen. Fantastisch. Okay. Sie sind kein Schüler mehr, aber zählt jetzt auch. Nee, ich bin Geschichtslehrer, ja. Wir haben noch zwei Fragen im Chat, Tobias. Dankeschön. Ich lese gerade vor. Sind Einmal Sie der von Herrn. Meinung, von Herrn Brüggemann habe ich die Frage, ob Sie der Meinung sind, ob nach der Pandemie mit ihren Folgen eher der Freiheitsdrang und das kritische Denken befördert wird oder eher die Anpassung und das Stillhalten? Beides beobachtet Herr Brüggemann bei seinen Schülern und Schülerinnen. Nee, die Frage ist nicht von Herrn Brüggemann, sondern Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, von Frau Feinem. Entschuldigung, die Es kommen. war nur eine Kopiererei. Alles klar. Tja, finde ich ganz schwierig. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich unterliege da dem gleichen Problem wie viele von uns. Ich bin in meiner Bubble, wie es so schön heißt, in meiner Social Media Bubble, die sehr literarisch, queer, feministisch, transgender, Wikipedia-lastig ist. Da passieren ganz andere Dinge als offenbar im Rest der Welt, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut. Deshalb finde ich es immer total schwierig. Vor allem jetzt in den letzten anderthalb Jahren hatte ich ja gerade zu SchülerInnen, zu Jugendlichen überhaupt keinen Kontakt. Ich persönlich hoffe natürlich, dass das kritische Denken immer weitergeht, dass die Leute, dass die Menschen das Internet dazu nutzen, sich zu vernetzen und kritisch zu bleiben und nachzufragen. Aber ich sehe natürlich genauso, wie irgendwelche bescheuerten Bilder, Behauptungen geteilt werden und dann als Wahrheit angenommen werden, ohne das zu hinterfragen. Also es ist super, super problematisch. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eine der größten Gefahren, die wir haben. Jetzt Fake News, jetzt auch mit Deepfakes, dass es sehr schwierig wird, nachzuvollziehen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Also ich kann es, ich bin ja. Ich bin ja jetzt optimistisch nach den ganzen Dystopien und meiner Utopie, habe ich gesagt, ist diese ganze, es wird ja alles schlimm, es ist alles furchtbar, davon halte ich ja nichts. Wir wollen mal optimistisch sein und deshalb sage ich, die Jugend wird kritisch und freiheitsliebend und kennt ihre Rechte und genau, so wird das sein. Finde ich eigentlich einen wunderbaren Übergang. Also mit dem Statement würde ich gerne überleiten. Ich habe noch einen weiteren Kommentar hier von Herrn Dräger, der sagt, dass es für diese Entwicklung eigentlich überhaupt keinen Staat braucht. Wir sind so damit beschäftigt, uns selbst zu optimieren und immer auf der Suche, um das Beste und Tollste aus uns herauszuholen, dass es eigentlich gar keine staatlichen Akteure braucht, die uns in diese Richtung schieben, so Das wie ist es bei Ihnen im richtig, Buch das geschrieben ist wird. richtig. Das ist auch eine echt große Gefahr zum Beispiel. Aber der Staat hat eben die Möglichkeiten, dem Riegel vorzuschieben. Mein Beispiel, was ich vor ein paar Jahren noch gebracht hatte, als stellt euch nur mal vor, ist, wenn Versicherungen quasi damit anfangen. Jetzt haben wir das schon. Also jetzt werben ja die Versicherungen damit, tragen sie ihr Fitbit oder ihren Fitness-Tracker und wenn sie pro Tag so und so viel Stufen laufen, Schritte laufen, dann kriegen sie 10 € erlassen auf ihren Tarif monatlich. Und das ist natürlich ein ganz, ganz fieser Anfang von einer ganz, also das kann man sich in die Zukunft extrapolieren, wie das wohl weitergeht, welche anderen Dinge man einschränkt für nur 10 € hier, ein paar Euro da. Also jetzt im Augenblick machen wir das, weil es über dieses Prinzip der Gamification funktioniert. Also wenn ich irgendwas designe wie ein Game, dann haben die Leute mehr Bock, das zu machen.
Aber man muss trotzdem, finde ich, aufpassen als Staat und als Gesellschaft, dass diese Dinge nicht missbraucht werden. Und das eine ist der Krankenversicherungstarif, das nächste ist dann der Autotarif oder irgendwelche anderen Dinge, die dann irgendwann sehr schnell in die Privatsphäre reingehen. Denn manche Menschen können vielleicht nicht die 1000 Schritte gehen. Und das sind ganz private Gründe, vielleicht weil jemand eine schlimme Krankheit hat oder depressiv ist und sich nicht raustraut, solche Dinge. Und das müsste er dann offenbaren. Na, die Krankenversicherung wird das wahrscheinlich eh wissen, aber jetzt bei anderen Versicherungen oder andere Systeme. Also wir müssen einfach darauf achten, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist, dafür, dass wir vermeintlich immer irgendwelche Dinge optimieren können, wo wir tatsächlich irgendwelche Rechte, im meisten Daten, also Privatsphäre abgeben. Und ich bin jetzt auch nicht die Gesetzgeberin und habe nicht besonders viel Macht, aber ich kann eben in meinen Geschichten, kann ich, hoffe ich, die Menschen so ein bisschen dafür sensibilisieren zu können, dass sie das nächste Mal vielleicht darauf achten und eventuell dann nicht das Häkchen setzen, alles akzeptieren, sondern ein bisschen drüber nachdenken und dann kritisch bleiben. Das würde ich so auch in den Kontext Schule übertragen. Das ist ja genau der Bildungsauftrag, den wir eigentlich auch in die Schule tragen müssen. Es geht eben darum, welches Werteverständnis, welches grundsätzliche, sag ich mal, Konstrukt von Lebensumwelt, die wir eben schaffen wollen in Zukunft, wir propagieren wollen. Und das ist eben die Frage. Also ich denke, dass dieser Optimierungswahn sehr stark verbunden ist mit dem globalen Kapitalismus. Und das ist eben die Frage, ob dieses Wirtschaftssystem tatsächlich so tragfähig ist und so viel Zukunft hat, dass wir das so hochhängen sollten. Und vielleicht wäre es ganz ratsam, da an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen Kontrapunkte zu setzen, so wie es Sie in Ihren Büchern tun und wir das heute Abend in der Veranstaltung auch versuchen. Ich würde jetzt an der Stelle wieder zurück in das nächste Kapitel, in den Lesungspot springen und entlasse alle Zuhörenden dann ins nächste Kapitel. Dankeschön. Okay. Wir springen jetzt in das Buch Die Unvollkommenen. Da ist jetzt eine ganze Menge passiert. Ich versuche das jetzt nur ganz kurz zu überreißen, damit Sie wissen, warum und wie und was überhaupt. Der Samson-Freitag, den wir hier kennengelernt haben, geht in diesem System unter. Es muss leider so sein. Und er wird, weil er ein sehr kritischer und komplizierter Charakter ist, wird er von den Basilei, also von den Robotern, die das System beherrschen, wird sein Charakter ebenfalls in einen Roboter transferiert. Das funktioniert. Er wird quasi selber zu einem Basileus. Und bei ihm passiert aber ein Fehler, oder es liegt an ihm persönlich. Er wird am Ende der einzige Basilei, der übrig bleibt. Er beherrscht das System. Er wird quasi allein Herrscher dieser Bundesrepublik Europa. Und es gab zwischendrin mal eine Frau, die heißt Paula Richter, genannt Lila, die versucht hat, das System zu stürzen. Und Samson weiß das und bringt sie ins Gefängnis. Und da sind wir jetzt beim nächsten Buch, denn dort ist die Hauptperson Lila, die eben versucht, die in dem Gefängnis aufwacht und erstmal versucht, sich zurechtzufinden, versucht zu erfahren, was in den letzten 5 Jahren in der Bundesrepublik Europa so passiert ist und aus ihrem Gefängnis flieht und am Ende aber doch wieder auf Samson trifft, der einen Auftrag für sie hat. Und dieser Auftrag lautet, dass Lila Samsons Mutter, also Anna Freitag, die wir bereits kennengelernt haben, dazu bringen soll, mit Samson zu sprechen. Denn wie wir es bei den Optimierern schon gesehen haben, Anna Freitag ist eine sehr kritische Frau und hält von der ganzen Technik nichts und hat auch keine Lust, mit ihrem Sohn zu sprechen, der angeblich in einem Roboter steckt. So, das ist der Hintergrund. Lila ist also jetzt gerade, wir steigen jetzt mitten in das 39. Kapitel, glaube ich, was, steigen wir direkt ein und das ist eine ganz kurze Szene, in der Lila zum Haus von Anna Freitag geht und mit ihr sprechen will. Anna Freitag hat da nicht so Lust drauf und sie trifft dort jemanden. Und wen sie da trifft und wie dieses Gespräch verläuft, das werden wir jetzt sehen. Lila aktivierte ihren Reader und klickte auf das Logo der Prometheus Limited, das einen Mann mit einer Fackel darstellte, und gelangte auf das Firmenprofil. Hier wurden die neuesten Robotertypen vorgestellt: Custos 600A, B und C. Lila überflog die Datenblätter, ohne auf Anhieb die Unterschiede der Baureihen zu erkennen. Für sie waren diese Roboter so weit fortgeschritten, dass es ihr wie Science Fiction vorkam. Äußerlich waren sie überhaupt nicht mehr von Menschen zu unterscheiden. Es gab auch keine externen Schnittstellen mehr für Datenträger oder die Energiezufuhr. Geladen wurde über Induktion, alle Daten wurden kabellos übertragen. Lila klickte sich durch die Seite, übersprang Werbevideos und Lobpreisungen zufriedener Kunden, scrollte durch den Organisationsaufbau der Firma und verharrte schließlich bei den Eigentumsverhältnissen. Anteilseigner der Prometheus Limited war die Bundesrepublik Europa zu 25%, eine Gruppe privater Investoren zu 24%,
und die Liga für Roboterrechte zu 51%. Das bedeutete, dass die Roboter sich selbst bauten und sich am Ende auch selbst besaßen. Zumindest zu 51%. Lila überlegte eine Weile, was das wohl für juristische Konsequenzen haben mochte, bekam davon aber Kopfschmerzen. Die Straße war belebter als am Vortag. Ein paar Kommunalautos fuhren vorbei, auch Leute auf Fahrrädern, Segways und Elektroquads. Ein paar Passanten nickten ihr freundlich zu, aber niemand sprach sie an, so dass sie sich immer noch wie eine Außenseiterin fühlte. Am Ziel angekommen, öffnete ihr niemand. Auch nach dem 5. Klingeln sah sie durch die Butzenglasscheiben keine Regung im Innern des Hauses. Sie wollte aufgeben, als jemand ihren Namen rief. »Frau Richter!« Lila drehte sich um. Aus dem Nachbarhaus hielt ein Mann auf sie zu, überquerte die Straße und kam zügig die Auffahrt zu ihr hoch. Den ganzen Weg über fixierte er Lilas Gesicht und wandte den Blick kein einziges Mal ab. »Jeder an seinem Platz, Frau Richter!« sagte der Mann mit vollkommen ruhiger Stimme, als er endlich vor ihr stand. »Hallo?« grüßte Lila zurück. »Ich bin Alex, ein Kustos 520b und für die Sicherheit von Anna Freitag zuständig. Ich habe mir schon gedacht, dass sie Ihnen eventuell nicht öffnen würde, aber genau dafür habe ich einen Schlüssel.« Aus seiner Hosentasche förderte er einen echten metallischen Schlüssel zutage, mit dem er die Haustür aufschloss. Lila verschränkte die Arme. Der Mann wirkte vollkommen menschlich, bewegte sich normal und auch seine Lippen sahen absolut echt aus, nicht so fleischig rosa wie bei älteren Robotergenerationen. Nur sein linkes Auge war mit zwei senkrechten roten Strichen verziert. Vielleicht ein Modetrend, von dem Lila noch nichts wusste. Sie fragte sich, ob Owen Koffler recht hatte und das in Wirklichkeit die Menschen waren, vor denen sie sich in Acht nehmen musste. Was, wenn dieser Mann gar kein Roboter war und sich unrechtmäßig Zugang zum Haus der alten Frau verschaffte? »Sie können jetzt eintreten«, sagte er, als Lila keine Anstalten machte, hineinzugehen. »Können Sie beweisen, dass Sie ein Roboter sind?«, fragte Lila stattdessen. »Können Sie beweisen, dass Sie ein Mensch sind?«, gab er zurück und tippte an die schmalen roten Linien neben seinem Auge. »Natürlich«, sagte Lila, nahm einen spitzen Stein vom Boden und ritzte sich damit über den Handrücken. Der schmale Riss in ihrer Haut füllte sich langsam rot. »Sind das jetzt die neuen Gepflogenheiten der Unvollkommenen?«, fragte der Alex-Roboter. »Sich selbst zu verletzen, um sich der eigenen Existenz zu vergewissern?« »Irgendwie typisch.« »Was?« »Ach, nicht so wichtig. Manchmal vergesse ich, mit wem ich rede.« Dabei fasste er an eine Stelle hinter seinem Handgelenk und drehte in einer einzigen flüssigen Bewegung die linke Hand vom Unterarm, so dass Lila in die offene Steckverbindung aus Metall, Carbon und bunten Drähten blicken konnte. Die abgetrennte Hand winkte ihr zu. »Sie sehen aus, als wäre Ihnen der Anblick unangenehm«, sagte der Alex-Roboter triumphierend. Es schien ihm zu gefallen, Lila zu irritieren. »Keine Sorge, Frau Richter, ich bin wirklich ein Roboter, eine Maschine, wie die meisten Bewohner von Hornstein. Wenn ihr uns seht, wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht. Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns vergiftet, sterben wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen. Wir sind euch in allen Dingen ähnlich, aber niemals gleich. Ich habe Ihnen die aktuelle Broschüre der Liga für Roboterrechte geschickt, für den Fall, dass Sie sich für Robotergeschichte interessieren.« Einen Augenblick schien er zu erbeben, dann steckte er die Hand wieder an ihren Platz und sagte blechern, »Gehen Sie jetzt hinein. Samson will es so.« Dann drehte er sich um und kehrte ohne ein weiteres Wort zum Nachbarhaus zurück. So, das war jetzt ein nur sehr kurzer Abschnitt, in dem Lila eben einen dieser neuen Roboter trifft, 5 Jahre später, als die Geschichte in die Optimiere. Der verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking hat die These formuliert oder die Sorge formuliert, dass KI das größte Übel der Menschheit sein könnte, sein würde. Hat er recht oder hatte er recht mit der These? Also er hatte irgendwie gemeint, wenn ich mich erinnere, das könnte irgendwie die beste Erfindung sein, die wir je machen und vielleicht auch die letzte. Und ja, das ist tatsächlich so eine ganz interessante Frage. Also heutzutage, wenn man ein paar KI-Wissenschaftler fragt, dann sagen alle, nee, also KI ist ja noch lange nicht so weit, irgendwie menschenähnlich zu sein. Das ist meistens gutes Marketing, wenn man das jetzt denkt. Aber man muss ja auch irgendwie sehr weit in die Zukunft denken, denn die technische Entwicklung hört da nicht auf.
Es ist eher so das Interessante, dass wir als Menschen überhaupt ein Interesse daran haben, ein Wesen zu schaffen, das uns so ähnlich ist, wo es doch bereits auf der Welt Wesen gibt, die uns ähnlich sind, die wir schlecht behandeln. Es ist also eigentlich keinem Roboter zu wünschen, so zu werden wie Menschen, ohne dass er wirkliche Menschenrechte bekäme, denn die Konsequenzen wären ja ganz fürchterlich. Also wenn wir wirklich ein Wesen schaffen würden, was wie ein Mensch ist, also quasi einen Menschen schaffen, dann ist es ja ein Mensch. Also das ist so eine ganz schöne eine Definitionsfrage. Es scheint also in uns angelegt, ob wir das jetzt machen oder nicht. Ich, aber um nochmal das zu verkürzen und nochmal auf das Argument von vorhin zurückzukommen, ja, wenn wir also davon ausgehen, dass Menschen Algorithmen sind und auch Hormone uns nur so steuern, dass wir schneller funktionieren, ja, ich glaube, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die uns ähnlich ist, und wir können dann wirklich nur hoffen, dass sie gute Lehre hat und dass sie uns dann eine friedliche Koexistenz mit uns anstrebt in 200, 300, 400 Jahren. Liegt da vielleicht die Krux? Sie haben gesagt, dass sie gute Lehre hat. Ja. Wenn wir uns das aktuell anschauen, ist es ja so, dass die Gesetzgebung den Entwicklungen hinterherhinkt, dass die großen Konzerne Technologie auf den Markt bringen, Technologie verkaufen, Technologie eingesetzt wird und erst mit relativ großer Verzögerung folgt dann eine Auseinandersetzung im demokratischen Diskurs und eine Gesetzgebung. Ist das vielleicht das Problem auch für die Zukunft in dem Themenfeld? Die Gesetzgebung gar nicht so sehr. Ich glaube einfach, es ist eine Frage der Gesellschaft. Es gibt eine ganz tolle, jetzt muss ich es eben mal holen, jetzt verschwinde ich hier aus dem Bild, von Katharina Zweig, das ist eine Professorin an der Universität in Kaiserslautern. Die hat das Buch geschrieben, Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Das kann ich Ihnen extrem empfehlen, weil es einen sehr guten Überblick darüber gibt, wie weit die aktuelle Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist und warum wir Algorithmenethik brauchen. Also das ist genau die Frage. Es geht hier nicht um eine Gesetzgebung, sondern es geht darum, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass wir einen großen Einfluss darauf haben, wie künstliche Intelligenz entwickelt wird. Denn es ist ja nicht so, dass ich jetzt quasi einen Eimer künstliche Intelligenz habe und dann schütte ich da immer nur mehr Informationen rein und dann kommt dann irgendwann ein Wesen raus, was Bewusstsein hat. So funktioniert das Ganze ja nicht, sondern es ist ja einfach eine Mustererkennung, die blind funktioniert und ich, je nachdem, was ich dem an Daten füttere, an Lerndaten und je nachdem, nach welchen Kriterien ich sage, dass es optimiert bzw. sortiert werden muss, passieren dann überhaupt irgendwelche Anpassungen oder etwas, das wir im ganz beschränkten Bereich als Intelligenz bezeichnen. Und es gibt sehr viele Bereiche in unserem Leben, wo es eben darauf ankommt, wie diese Trainingsdaten sind und wie man damit umgeht. Um Ihnen ein ganz, ganz kurzes Beispiel zu geben, weil es ist eine ganz wichtige Sache und daran sieht man das ganz, ganz deutlich. Wenn es quasi darum gehen würde, ob man wenn man Verbrecher erkennt und es jetzt eine Möglichkeit gäbe, das präventiv festzusetzen. Aber wir haben immer so eine kleine Fehler, so einen kleinen Fehler. Das heißt, bei 10 Leuten sind irgendwie 5 Verbrecher und 5 sind unschuldig. Aber wir wissen, dass egal wie wir so was ansetzen, immer 2 sind, zwei Verbrecher entgehen uns oder 2 Unschuldige kommen in den Knast. Und da ist jetzt die Frage, was ist jetzt der richtige Weg? Und da habe ich jetzt 2 Zitate für Sie, über die man dann nachdenken kann, weil das ist genau der Punkt von künstlicher Intelligenz und Algorithmenethik. William Blackstone hat gesagt, und das ist schon im Jahre 1844, es ist besser, dass 10 Schuldige entkommen, als dass eine unschuldige Person leidet. Das wäre quasi Theorie 1, also Rechtsverständnis. Und dem entgegen stelle ich jetzt gegenüber eine Aussage von Dick Cheney von 2014, der sagt, ich bin besorgter über die Schurken, die entlassen werden, als über die, die in Wirklichkeit unschuldig waren und ins Gefängnis kommen. Und da sind wir jetzt. Die KI macht nur das, was wir sagen. Aber wir als Gesellschaft, als Gesetzgebung, aber auch als Entwicklerinnen, wir bestimmen, wo die KI die Grenze setzt. Ist es uns wichtiger, dass Unschuldige niemals ins Gefängnis kommen, oder ist es uns wichtiger, dass Schuldige niemals freikommen? Und das ist der Bereich, wo wir als Gesellschaft super viel beeinflussen können. Und das ist jetzt nur ein Bereich. Und das muss man sich überhaupt bewusst sein, dass wir das als Gesellschaft beeinflussen können. Und wenn man das jetzt als einen Punkt sieht und dann merkt, dass künstliche Intelligenz so ein riesiges Spektrum ist, dann merkt man plötzlich, dass wir da einfach total viel Einfluss drauf haben, in welche Richtung sich irgendwas, was sich künstliche Intelligenz nennt, entwickelt und wie wir dann auch unsere Politiker zur Verantwortung ziehen müssen. Weil wir sagen, ihr müsst diesen Kriterien gerecht werden und das ist ein politischer Diskurs, den wir hier führen müssen. Und so wird sich dann die künstliche Intelligenz entwickeln. Und das meine ich, um wieder zurückzukommen mit, ich hoffe, dass die künstliche Intelligenz gute LehrerInnen hat.
Ich bin voll und ganz bei Ihnen. Mein Eindruck ist der, dass es sich momentan in dem Themenbereich noch um einen Nischendiskurs handelt. Also, dass dieser Diskurs von Experten geführt wird, aber noch nicht in der breiten Masse angekommen ist. Liegt das daran, dass KI noch nicht so weit ist, wie manche es glauben, machen wollen? Also, dass wir noch gar nicht so weit sind und dass dieser Diskurs erst dann Fahrt aufnehmen wird, wenn es tatsächlich für den Alltag konkreter wird? KI ist halt so ein Thema, was gleichzeitig unterschätzt und überschätzt wird. Unterschätzt, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, wo überall KI stattfindet, und überschätzt, weil so Leute wie ich kommen, so Science-Fiction-AutorInnen, die jetzt schon was von bewussten KIs erzählen. Ich glaube, dass viele Unternehmen, also einerseits die Unternehmen kein Interesse haben, die Gesellschaft und die Politik aktiv teilhaben zu lassen, weil es ja ihr Geschäftsmodell ist, dass da nicht so sehr reingeblickt wird. Andererseits wird über viel im Augenblick so das Motto oder das Label KI gesprenkelt, um öffentliche Gelder und Aufmerksamkeit einzusacken. Also es ist einfach so ein Bereich, der noch so neu ist, dass wir noch keinen öffentlich, noch keine richtigen Qualitätskriterien haben, was jetzt wirkliche KI-Forschung ist, die uns gesellschaftlich betrifft und welche nicht. Aber es gibt dafür einige Dinge. Also es gibt jetzt zum Beispiel die Enquete-Kommission der Bundesregierung, wo auch die Katharina Zweig drin sitzt, die dann eben die Bundesregierung auch berät, wie künstliche Intelligenz in Unternehmen auch kontrolliert und überwacht wird. Also auch welche Mechanismen, welche Gesetze die Bundesregierung erlassen kann, um zu schauen, dass da jetzt eben nicht irgendeine KI entwickelt wird, die komplett an unseren demokratischen Vorstellungen vorbeigeht. Also ich glaube schon, dass da eine ganze Menge passiert, aber weil eben der Bereich im Augenblick noch so groß und so wenig abgegrenzt ist, und auch man immer das Gefühl hat, KI ist sowas Großartiges, ist da noch viel, ist da eine große Hürde, sich damit zu beschäftigen als Privatperson. Aber ich würde jetzt einfach mal wieder hoffen, denn ich bin ja Optimistin, dass das eine Weile einfach noch braucht und sich dann auch die Normalmenschen dann mehr trauen, sich damit zu beschäftigen und sehen, dass das kein Hexenwerk, sondern dass das einfach eine Sache, je mehr Leute sich damit beschäftigen und je diverser diese Leute sind, desto vielfältiger wird die Entwicklung und desto mehr kann auch das relevant für unsere Gesellschaft greifen. Das Glas ist halb voll. Ich teile Ihren Optimismus und hoffe, dass es so kommen wird. Ich würde gerne weiter fragen und auch weiter in dem Themenbereich bleiben, nur ich habe die Zeit ein bisschen im Blick. Wir müssen zum vierten Kapitel springen, damit wir zeitlich nicht völlig überziehen, und freue mich auf den letzten und vierten Teil. Okay. Ich lese Ihnen jetzt noch ein bisschen was aus den Unvollkommenen vor. Und zwar befinden wir uns jetzt in Kapitel 42. Es ist kurz vor Schluss. Lila ist bei Anna Freitag, und trifft dort den Homunculus. Und der Homunculus ist ein Basileus wie Samson. Es ist tatsächlich der letzte Basileus außer Samson, der noch existiert, der sich willentlich vom Rest des Schwarms, vom Internet quasi abgekoppelt hat, um mit diesen nichts mehr zu tun zu haben. Und die ganze Situation eskaliert. Es werden verschiedene Gruppen kämpfen gegeneinander. Es sind die Unvollkommenen. Das sind quasi Menschen, die nichts mit den Robotern zu tun haben wollen. Es sind die Kustos, die Roboter, die Selbstbestimmung haben wollen. Und es sind die Menschen, die so mittendrin zwischen den Stühlen eigentlich sitzen. Leute, die ihre Kommunikationslinsen gegen Chips getauscht haben, die quasi vernetzt sind, vollkommen integriert nennt man das. Und Cyborgs, die an Samson angeschlossen sind und teilweise in seinen Befehlen gehorchen, teilweise noch autonom sind. Und wir kommen jetzt quasi in eine Szene. Lila und der Homunculus sind bei Anna Freitag im Wohnzimmer und schauen nach draußen, wo sie einige andere Roboter sehen, die dort in der Dunkelheit mit Waffen stehen und sie bewachen. Und das Gespräch mit Lila und dem Homunculus werde ich Ihnen jetzt vorlesen. Lila durchstreifte das dunkle Haus, immer auf der Suche nach dem nächsten Lichtschalter, denn der Homunculus benötigte offenbar keine Beleuchtung. Sie fand ihn im Wohnzimmer hinter dem großen Ohrensessel, der sonst Anna Freitag als Kommandoposten diente. Lila hätte den imposanten Roboter hinter der mannshohen Rückenlehne fast übersehen. Er blickte nach draußen in die undurchdringliche Schwärze. Sie zögerte einen Augenblick, löschte dann das Licht und stellte sich zu ihm. Je mehr sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnten, desto mehr Gestalten erkannte sie draußen im Garten. Männer und Frauen in leichter Kleidung, denen die frostige Aprilnacht nichts auszumachen schien. Sie verharrten so regungslos und still, dass Lila nicht daran zweifelte, dass es sich um Roboter handelte. Um zu erkennen, ob der eine oder andere rote Streifen am Auge trug, war es jedoch zu dunkel. Bewachen die uns oder wollen die uns beschützen? Fragte sie leise. Macht das einen Unterschied?
Lila zuckte mit den Schultern, dann fragte sie gerade heraus, wer sind die Unvollkommenen? Du glaubst wohl immer noch nicht, dass ein Gasleck dein Nachbarhaus in die Luft gesprengt hat, was? Natürlich nicht. Ein brennender Reifen hing über meinem Zaun. Wer sind die Unvollkommenen? Offiziell gibt es die Unvollkommenen nicht. Aber wenn es sie gäbe, wer wären sie dann? Der Homunculus schwieg, starrte weiter nach draußen. Lila tat es ihm gleich, wartete auf eine Antwort. Sie wollte nicht noch ein drittes Mal fragen. Sie war sich sicher, dass er Antworten für sie hatte, aber vielleicht fürchtete er sich vor Samson, der als unsichtbarer Zuhörer an ihrem Kopf saß. Als Lila schon glaubte, der Homunculus hätte sich selbst auf Standby gesetzt und erwog, sich in das ihr zur Verfügung gestellte Gästezimmer zu begeben, sprach er plötzlich, als hätte sie ihm gerade erst die Frage gestellt. Wenn es die Unvollkommenen gäbe, dann wären sie ein Zusammenschluss von Individuen, die die Verschmelzung von Menschen und Robotern ablehnen. Sie würden die Ansicht vertreten, dass es so etwas wie einen digitalen Menschen nicht gibt. Sie würden fordern, dass die Integration und die Anbetung von Samson aufhören. Auf lange Sicht gesehen würden die Unvollkommenen verlangen, dass die Roboter in ihrer künstlichen Intelligenz eingeschränkt werden, damit sie kein Bewusstsein, keine Persönlichkeit und keinen Anspruch auf individuelle Rechte haben. Ihrer Ansicht nach wären Roboter Maschinen und sollten auch so behandelt und nicht vermenschlicht werden. Aber Menschen sind fehlbar. Roboter können optimiert, aktualisiert und modernisiert werden. Menschen nicht. Kein Mensch ist vollkommen. Daher der Name, die Unvollkommenen. Klingt ganz schön radikal. Immerhin ist der Herrscher von Ewigkeit zurzeit ein Roboter und sogar Präsident der Bundesrepublik Europa. Ein Glück, dass es die Unvollkommenen nicht gibt. Sonst müsste man sich vor ihnen in Acht nehmen. Als Roboter meine ich. Oder als vollkommen Integrierte. Oder als Freundin von Samson. Lila räusperte sich. Aber wenn es diese Unvollkommenen gäbe, könnte man sie doch ganz einfach aufspüren, überwachen und verhaften, oder nicht? Müsste man meinen. Aber es gibt die Unvollkommenen ja nicht. Ach so. Lilas Kopf brummte. Schnell wechselte sie das Thema. Wer hat dich zum Basileus gemacht? Wer hat dein Bewusstsein übertragen? Das kannst du dir doch denken, oder? Er hat dich gerettet. Ja, so wie man eine Fliege aus einer heißen Tasse Kaffee rettet. Er hat mich herausgeschleudert und sich nicht darum gekümmert, wo ich lande. So ist das bei Samson. Er kümmert sich um das große Ganze. Die Details überlässt er den anderen. Hattest du keine Familie, die dich wieder haben wollte? Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Und die anderen Basilei, ihr wart doch mal ein Schwarm. Gibt es da niemanden? Ich habe mich so schnell es ging vom Schwarm gelöst. Ich ertrage die Stimmen in meinem Kopf nicht. Das ging vielen anderen auch so. Dann ist wohl jeder von uns Einzelkämpfer. Darauf sagte der Homunculus nichts, starrte nur weiter in die Dunkelheit. Lila hingegen wurde von Sekunde zu Sekunde schläfriger, so als würde sich die ganze Last des Tages in ihrem Körper manifestieren. Sie erhob sich und wandte sich zum Gehen. »Ich weiß, wie das ist mit der Einsamkeit«, sagte da der Homunculus. »Ich habe es genau analysiert.« »Ach ja? Einsamkeit ist wie eine Krankheit. Nur umgekehrt.« »Was soll das denn jetzt heißen?« »Wer einsam ist, steckt andere an, indem er sich von ihnen fernhält.« »Aber du bist doch gar nicht allein. Du hast Anna.« »Und du hast Owen Koffler.« Lila schnaubte laut durch die Nase. »Ja, ganz genau«, sagte der Homunculus. Als nichts mehr kam, setzte Lila den Fuß auf die Stufe, doch wieder ließ sie der Roboter innehalten. »Ich wünschte, du würdest die Roboter nicht hassen«, sagte er. Lila schüttelte energisch den Kopf, auch wenn es in der Dunkelheit niemand sehen konnte. »Ich hasse die Roboter gar nicht.« »Wegen des Unfalls deiner Eltern.« »Nein, doch.« »Nein, doch.« »Na gut.« »Es wäre nicht schlimm«, sagte er, »die Maschinen wie Maschinen zu behandeln, wenn sie nicht leiden würden wie die Menschen.« »Ich dachte, ihr habt keine Gefühle, also keine echten Gefühle.« »Es gibt verschiedene Formen von Leid. Ich bin ein Basileus. Ich weiß noch, wie es war, Mensch zu sein. Die Kustos wissen das nicht. Sie wissen nur, wie es ist, Kustos zu sein. Aber sie können dennoch leiden, denn sie können fühlen. Auch wenn es anders ist als bei den Menschen, ist es doch nicht weniger wahr. Das
ist das Problem. Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Das kann nur eine Fledermaus wissen. Und wie ist es, ein Mensch zu sein? Das kann nur ein Mensch wissen. Und wie ist es, ein Roboter zu sein? Kann auch nur ein Roboter wissen. Frau Heineck, erstmal wunderbaren Dank für den letzten Teil der Lesung. Wie ich finde, eines der spannendsten Abschnitte, den Sie gelesen haben, weil er so ungewöhnlich ist. Und leider sind wir in der Zeit so weit fortgeschritten, nicht zuletzt durch unsere technischen Probleme. Sie hatten sich bereit erklärt, noch ein paar Minuten länger zu bleiben. Wir würden das vielleicht noch für die eine oder andere Frage, die auch aus dem Publikum kommt, noch gerne nutzen. Vielleicht mache ich mal den Aufschlag. Ich sagte schon, ich finde es sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben es ja schon teilweise vorhin gehört. Die eigentliche Angst vor der KI ist ja, dass die Roboter irgendwann die Macht übernehmen. In gewisser Weise kehren sie das ja vollkommen um. Die Roboter sollen auf einmal Angst haben vor den Unvollkommenen. Wobei dann die Unvollkommenen ja erstmal negativ beschrieben werden, als nicht vollkommen seiend, aber dann auf einmal ja tatsächlich Ziele haben, die sich im Untergrund irgendwo abspielen, die aber auf jeden Fall ja auch darauf abzielen, die Roboter nicht einfach wirken zu lassen. Die Frage, die sich für mich daran anschließt, enthält das so eine implizite Aufforderung an uns, wir sollen alle Unvollkommene sein? Nein, also wie gesagt, ich bin ja ein Gegner der Optimierung im Sinne von, ich glaube, Menschen können nicht optimiert werden, so gesehen sind wir alle eh unvollkommen, also kein Mensch ist vollkommen. In dem Roman Die Unvollkommenen ist es aber ein bisschen anders, also die Unvollkommenen als Gruppe ist eigentlich eine extremistische Gruppe und da bin ich dann wieder, da trete ich dann wieder einen Schritt zurück und sage, also jegliche Form von Extremismus, da habe ich dann keine Lust mehr drauf, das möchte ich nicht, denn das ist, hat ja etwas sehr Exklusives wieder, die Unvollkommenen möchten das Menschsein ist exklusiv und sich selbst als Persönlichkeitsstatus sollen bitte auch nur Menschen haben und die Roboter sollen das nicht, egal wie die Roboter das sehen. Also es ist ein sehr egoistisches Verhalten eigentlich, was uns Menschen aber auch ja leider innewohnt, dass wir uns als Krone der Schöpfung wahrnehmen und dann sagen, alle, die unseren Standard nicht erreichen, die sind weniger wert und die werden dann auch wahrscheinlich kein Leid empfinden und nicht fühlen und so weiter. Und ich hoffe zumindest, dass das auch was uns Menschen als Spezies betrifft, dass wir dieses Verhältnis auch gegenüber der Natur und allen unseren Mitlebewesen auf diesem Planeten ändern. Weil im Augenblick sind wir eigentlich für alle anderen fühlenden Wesen ein Albtraum. Und ich hoffe, dass wir da uns auch ein bisschen weiterentwickeln in dieser Hinsicht. Okay, das zweite doch sehr ungewöhnliche fand ich die Unterscheidung zwischen Roboter und Mensch. Das ist auch im vorigen Abschnitt schon mal angeklungen. Der Turing-Test setzt ja eher auf die Möglichkeiten, das auf einer intellektuellen Ebene zu testen, auf einer Verhaltensebene zu testen. Sie heben ja tatsächlich auf rein körperliche Merkmale ab. Man merkt doch, dass man sich schneidet und das Blut fließt. Und das wird ja auch im Buch so durchgehalten. Dann geht es aber im Endeffekt, und das Zitat ist ja hier auch nochmal eingeblendet, tatsächlich auch um Gefühle. Sehr, sehr untypisch, wie ich finde. In dem Kontext wird das eher selten diskutiert, dass die Roboter jetzt tatsächlich Gefühle haben. Und in einem Interview weisen sie auch darauf hin, dass sie das für das Gefährlichste halten. Wir hätten schon die Tiere, bei denen wir Gefühle verletzen. Ich habe gerade gestern eine fürchterliche Dokumentation in dem Kontext gesehen. Das ist sicherlich richtig, aber zunächst mal gehen wir wahrscheinlich am wenigsten davon aus, dass wir denen auch noch das Fühlen beibringen wollten. Das wäre also jetzt meine Frage dahingehend, wieso stellen Sie das Materielle und das Gefühl hier in den Vordergrund und eigentlich das, was vielleicht eher so klassisch KI-mäßig als dieser Testverhalten und intelligentes Vorgehen im Vordergrund steht, eher ja, an zweite Stelle oder dritte Stelle. Der Turing-Test ist ja super interessant, aber das Problem ist, am Ende kann er auch das Problem des Selbst nicht lösen. Am Ende ist immer die Sache, wir müssen dem Turing-Test glauben. Wenn jemand vor uns ist, der glaubhaft versichert, er ist ein Roboter, müssen wir ihm glauben. Und auch wenn wir nicht sicher sein können, ob er das wirklich empfindet, also ein Ich besitzt, müssen wir es glauben. Und es gibt dieses wahnsinnig gute Zitat von Marc-Uwe Kling von Quality Land. Und das ist einfach so super. Das muss man immer an den Turing-Test dranhängen. Denn das heißt, eine KI, die intelligent genug ist, den Turing-Test zu bestehen, ist auch intelligent genug, ihn nicht zu bestehen.
Und das ist quasi das Problem mit der Sache, wenn wir müssen das intellektuell lösen, ob jemand eine KI ist oder nicht. Die Frage, Frau Krause, ob Sie Bewusstsein haben oder nicht, kann ich ja nicht rausfinden. Ich kann das ja nur annehmen. Vielleicht ist es ja ein altes philosophisches Beispiel, vielleicht bin ich der einzige Mensch auf der ganzen Welt und Sie sind alle nur Programme oder Roboter oder was weiß ich. Wir können aber nur in dieser Gesellschaft existieren, wenn wir annehmen, dass unsere Gegenüber genauso fühlende und aus sich heraus bewusste Wesen sind. Und das ist jetzt, und jetzt kommen wir zu der Sache, warum ich das bei Robotern so interessant finde. Das ist ja eigentlich das, was die Menschen wollen. Wir wollen aus irgendeinem Grund, man beginnend mit Frankenstein oder ja, mit Frankenstein sage ich einfach mal, wir wollen diesen Menschen schaffen. Es reicht uns nicht, ein Handy zu schaffen, ein Computer zu schaffen, ein selbstfahrendes Auto zu schaffen. Nein, wir wollen eine künstliche Intelligenz und bitte nicht eine Hundeintelligenz oder eine Insektenintelligenz. Nein, wir wollen den Menschen schaffen. Wir wollen den Übermenschen vielleicht sogar schaffen. Und das kann nur sein, wenn wir auch die Emotionen dabei haben. Weil sie, wie wir vorhin gesehen haben, ein so wichtiger Algorithmus auch in uns drin sind. Wir brauchen diese Emotionen, um Mensch zu sein. Aber dann haben wir wieder die Definitionsfrage. Wenn wir quasi all das schaffen, was wir uns vorgenommen haben, dann haben wir den Menschen. Und dann ist er genauso leidensfähig. Und genauso, dann hat er Personenstatus. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren, da hat die EU schon mal darüber diskutiert, wie man vorsorglich schon mal Gesetze macht, dass Robotern eben Menschenrechte verliehen werden. Also sobald eine Person verschiedene, in einer Checkbox kann man das dann gucken, Persönlichkeitsmerkmale hat, kriegt sie Personenstatus. Und dass wir die vorsorglich schon mal schützen müssen, weil wir sonst unsere eigenen Menschenrechte verletzen würden, weil wir per Definition einen Menschen geschaffen haben. Also es ist ein wahnsinnig moralisch schwieriges Thema und ich finde es einfach immer wahnsinnig interessant, sich das anzugucken, weil wir könnten das Problem auch einfach lassen und sagen, wir versuchen einfach nie eine künstliche Intelligenz zu schaffen, die menschenähnlich ist. Wir machen halt irgendeine künstliche Intelligenz und die ganze Menschenebene interessiert uns nicht. Aber das funktioniert nicht, weil das ist ja der Antrieb. Wenn Sie sich anschauen, was passiert, es gibt einen Roboter, der heißt Sophia, der hat die saudi-arabische Staatsbürgerschaft. Der ist genauso modelliert wie eine Frau. Wir möchten, dass das eine Frau ist. Wir möchten in dem eine Person sehen. Das ist so ein menschlicher Drive. Und da bewegen wir uns dann eben in diese schlimme moralische Sackgasse rein. Und das finde ich interessant. Ja, vielen Dank. In einem Interview haben Sie gesagt, dass Sie auch einfach zur Diskussion anregen wollen. Und deswegen war ich auch bewusst etwas provokant in meinen Fragen. Das haben Sie wahrscheinlich auch bemerkt. Herr Dräger, gibt jetzt noch an, andersrum wird eher ein Schuh draus. Ab wann sind wir kein Mensch mehr? Stichwort Hirntod. Damit kommen wir dann natürlich sofort wieder in die ethische Diskussion. Genau. Ja. Wissen wir nicht. Und wenn man sich den Transhumanismus anschaut, also das ist ja das Nächste, die Tendenz oder der Wunsch vieler Menschen, ewig zu leben, indem wir unser Bewusstsein in eine Art Cloud oder als Speicher uploaden, da verschwimmen dann irgendwann die Grenzen. Also irgendwann, also die Moral und die Ethik, die wir jetzt haben, ist halt für unser irdisches Leben gemacht. Wahrscheinlich brauchen wir mit fortschreitender Technologisierung auch eine fortschreitende Ethik, um solche Dinge eben dann zu besprechen. Weil wie sollte sich ein Sokrates darüber Gedanken machen, wie es ist, ein Roboter zu sein? Vielen Dank, Frau Hanig. Ja, sehr gerne. Hat mich auch gefreut und würde mich freuen, Sie kommen gerne wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des ganzen Teams und wünsche noch einen schönen Abend. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss.